Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen. Da bin ich wieder, wie versprochen. Es ist Mittwoch, der 3. April und wir spielen ein weiteres Mal DayZ. Denn ich bin gerade irgendwie drin, Leute. Ich habe gerade irgendwie Bock auf DayZ. Und ich dachte mir, der gestrige Abschluss mit dem Tod meines Charakters ist doch eigentlich ein perfekter Punkt gewesen, um neu zu beginnen. Denn so funktioniert das Spiel nun mal. Und jetzt schauen wir mal, wie es heute läuft. Ich bin voller Tatendrang und hoffe, dass ich ein bisschen Loot finde. Wir befinden uns irgendwo im Nirgendwo. Und ich hoffe, dass das diesmal noch länger hält. Dass ich ewig überleben werde. Ich möchte ewig leben. Sagen wir es so. So müsste dieser Stream eigentlich heißen. Hallo Big Bong Therapy, hallo Stullenandi, hallo Wolfsliebe, hallo Bruder Tack, hallo Norman. Wie war dein Tag? Mein Tag war ganz fantastisch. Obwohl, nachdem ich gefühlt 2 Stunden damit verbracht habe, und das nur heute, einen Termin beim Bürgeramt zu machen, liebe Leute. Was ist denn los? Was ist denn los mit dem Bürgeramt? Oder besser gesagt, was ist denn los mit der Online-Terminbuchung beim Bürgeramt? Das ist ja wirklich, also im Lotto gewinnen wäre, glaube ich, leichter gewesen. Und ich bin niemand, der normalerweise so meckert irgendwie, ja, die Ämter und so. Aber nur einen Termin bekommen, und von mir aus hätte der im Dezember sein können. Leute, das war jetzt wirklich Glück. Und ich muss jetzt wirklich ans andere Ende von Berlin fahren, in 2 Monaten oder 1,5 Monaten, um einen neuen Personalausweis zu bekommen. Na gut, was willst du machen? Kannst du nichts machen, ne? Aber jetzt habe ich einen. Aber das ist wirklich... Sind das jetzt 10 Schuss oder ist das 1 Schuss? Wir werden sehen. Hallo Archi. Hallo Matze. Hallo Fuma. Hallo Tunechi. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Schauen wir mal, da oben ist so ein Vogel. Ich denke mal, hier jetzt rumballern ist vielleicht doch eher eine schlechte Idee. Ich schaue mal, dass ich hier rechts rum kann. Ah, guten Tag. Hallo. Lieber nicht. Wir gehen hier lang. Ost- oder West-Berlin? Der kommt, ne? Oh, Mist. Also im Westen gibt es keine Termine, das kann ich euch schon mal sagen. Und wenn du alle Bürgerämter anklickst und sagst, gib mir irgendwo einen Termin. Wenn du Glück hast, gibt es einen freien, dann wählst du, das kennen wir, dann siehst du so eine Kalenderansicht und wählst ja einen Tag aus. Und da weißt du aber noch nicht, in welchem Bürgeramt das ist. Das erfährst du dann erst danach. Und dann siehst du halt, wo es ist. Und dann musst du deine E-Mail verifizieren. Und beim ersten Mal E-Mail verifizieren, damit der Termin wirklich gesaved wird, habe ich keinen Code zugeschickt bekommen. Also musste ich nochmal 1 Stunde probieren, einen Termin zu bekommen. Es ist wirklich so merkwürdig. Die Digitalisierung in Deutschland ist wirklich, das passt nicht zusammen. Da hat irgendjemand lange gepennt oder... Wecker? Ach, zur Ablenkung vielleicht. Was willst du machen? Im Westen nichts Neues. Anna, vielen Dank für 5 verschenkte Mitgliedschaften. Ich danke dir vielmals. Vielen herzlichen Dank, Anna. Was haben wir hier? Anzughose ist vielleicht besser als eine kurze Wanderhose, oder? Ein bisschen abgenutzt. Aber so, ey Leute, da können wir original hier Schwiegermutter besuchen. Das sieht ja fantastisch aus. Der Typ, ey. Ah, er meint sehr ernst, okay? Bitte sagt nicht so. Bruder Tack, vielen herzlichen Dank für die Mitgliedschaft. Willkommen im Zeugenschutzprogramm. Und ich vermisse Peterle ein bisschen. Ich schau mal ganz kurz, ob ich den herbeirufen kann. Dauert maximal 1 Minute. So, ist gespeichert. Schauen wir mal, ob Stream Elements heute Lust hat. Und weiter geht's, Leute. Also nach meinem leider... Naja, so schnell kam der Tod nicht. Also es hat sich schon eine Weile gezogen. Aber dadurch, dass ich keine Vitamine hatte, muss ich zusehen, dass ich auf jeden Fall die Arztpraxen hier abklappere und schaue, dass ich rechtzeitig Vitamine habe. Um dann eben vorsorgen zu können oder eben zu sehen, ah, ich werde langsam krank. Zack.
Let's go. Anna, vielen herzlichen Dank und hallo Bruder Tack. Hemd. Ja, Leder-Kneeset ist mir empfohlen worden. Wir müssen mal schauen. Denn ich habe noch keinen Rucksack. Drüben ist einer. Jetzt haben wir hier ein paar Schuhe. Hier ist was zu essen. Nee. Arbeitsschuhe. Ah, die sind makellos. Das wechsle ich jetzt mal gerade nicht. Er friert jetzt auch nicht unbedingt. Auch wenn das noch passieren kann. Was ist denn jetzt? Oh Mist, der hat mich jetzt gesehen. Mal zu, vielleicht geht er weg. Da haben wir es. Da ist Peterle. Morphia, Kragenkleidung. Oh, was liegt denn hier? Ja, damit können wir uns doch wehren, Leute. Damit können wir uns doch wehren. Da drüben wird nichts drin sein. Maximal auf dem Dach. Ob das jetzt den ganzen Weg wert ist, weiß ich nicht. Bürgeramt. Eine Woche gewartet und dann nix war es, Ämter. Wie, hast du einen Termin gehabt, dann warst du da und dann aber es war doch nichts, oder was? Das hoffe ich ja natürlich auch noch, dass ich mir die Mühe mache, da hinzufahren und dann sagen die, ah, haben wir nicht im System, naja. Und dann sage ich, ja, können wir das jetzt schnell so machen, weil ich bin ja schon hier. Nee, tut mir leid, müssen sie online einen Termin machen. Ja, wie gesagt, normalerweise bin ich so bei Ämtern, also die machen da auch nur ihren Job, die Leute vor Ort können dafür sowieso nichts. Aber da habe ich wirklich gedacht, also, what? Aber ja, ich glaube tatsächlich, irgendwann kam so ganz aufgeregt irgendwie so ein Praktikant rein und hat gesagt, wir müssen alles digitalisieren, wir müssen jetzt anfangen, das dauert Ewigkeiten. Wirklich, Chef? Und der Chef so, hat so gelacht mit so einem Autokatalog, so digital, sagte der junge Mann. Und jetzt stehen wir da. Oh, das ist ein gutes Gebäude, glaube ich. Das ist doch ein Krankenhaus, oder nicht? Oder nicht? Das müssen sie mal neu verputzen hier. Mach mal auf. Komm, gib mal was. Okay, da drüben waren wir schon. Ich verliere so schnell die Orientierung, wenn ich einmal in so einem Gebäude bin und dann so durch den Hintereingang rein, Vordereingang raus und dann weiß ich schon gar nicht mehr so genau, wo ich bin, weil hier alles irgendwie gleich aussieht. Aber wir gehen mal noch eine Etage höher. Vielleicht finden wir da ja was. Hier sind alle Türen zu, okay. Noch langsam mal was zu essen. Ein guter Apfel. Ein Riesenapfel vor allem. Lecker. Hier können wir auch noch mal hoch. Das machen wir. Sind wir natürlich ein gutes Ziel, ne? Aus allen Richtungen. Hier ist auch nichts weiter. Bleibt noch die Ecke hier. Hallo Werner. Na, auch leider so gar nichts. Schnell wieder runter. Wollen uns hier nicht zu lange aufhalten. Hier sind wir der absolute Jackpot oben auf dem Dach. Hallo Bounty. So, wieder runter. Hier war leider so gar nichts zu finden. Das Ding geht hier auch nicht. Okay.
sehe hier auch keinen Supermarkt, aber hier wird es mit Sicherheit einen geben. Hier haben wir so einen kleinen Kiosk, die sind auch immer nicht ganz verkehrt. Jetzt schauen wir uns erstmal die Hütte hier an. Wo jetzt? Ohne Schnittwunde, Mist. Fantastisch. Streichhölzer. Das ist schon mal was. Guck mal auf hier. Nichts weiter haben wir denn. Achso, eine Mütze haben wir auf. Wieder vorbei. Hallo, guten Abend. Okay, da werde ich nicht drum herum kommen. Komm mal her. Kommt sie jetzt auch noch? Sie hat es sich anders überlegt. Oh, da ist noch jemand. Jetzt sind die aber ganz schön aggro hier gerade. Sind hier alle Türen zu? Sieht gut aus. Medics nicht vergessen. Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Also, nach dem Debakel gestern bin ich schon auf der Suche. Doch leider habe ich bisher nichts gefunden. Nichts dabei. Komm mal rein. Ja, sehr gut. Komm rein. Also der starke Schlag ist wirklich sehr nützlich. Und in der Tat ist er auch in der Tastenbelegung in den Optionen zu finden. Allerdings nicht unter Kampf, merkwürdigerweise. Oh. Okay, okay, alles gut, alles gut. Das passt soweit. Hallo Blut im Stuhl, hallo Yvonne, ich weiß nicht, wie es funktioniert, ich möchte mich bedanken über das Geschenk für das Zeugenschutzprogramm, bitte sagte für mich danke, ich weiß nicht von welchem Spender, ich freue mich sehr. Der ist möglicherweise gerade hier, ich kann auch nicht mehr genau sagen, von wem das ist, aber herzlich willkommen. Und die Person hat das jetzt bestimmt erreicht. Oh, nee. Capri-Sonne, eine Brille möchte ich auch nicht haben. Bin auch nicht so der Sonnenbrillentyp, ne? Ich sollte jetzt nicht schon abhauen. Das ist einfach, ich habe noch nichts gefunden. Na, komm mal her. Nichts dabei. Außer Spesen nichts gewesen. Skaterhelm. Das ist noch so eine kleine Pistole. Hallo, Antherp. Gucken wir mal, es wird allmählich dunkel, aber das finde ich gar nicht so schlecht. Ich muss nur zusehen, dass ich vor Einbruch der Dunkelheit hier tatsächlich ein bisschen was finde. Wenigstens etwas, was mich wärmt. Und natürlich cool aussehen lässt. Das ist mir besonders wichtig. Alles andere... Ne. Anzug, Jacke. Gut isoliert. Schwach isoliert. Okay. Was haben wir hier? Oh, Frühstücksflocken. Dafür hauen wir ja wohl jetzt mal ein bisschen was raus, oder? Ich würde sagen, das machen wir mal eben so, dass so ich... Wie Slots will der haben? Sorry, das muss raus. Ich habe lieber ein bisschen was zu essen.
als irgendein Ledernähset, was mir jetzt gerade noch nichts bringt, aber vielleicht später schmerzlich vermisst wird. Aber ich muss doch ein bisschen hierbleiben. Ich brauche was Richtiges zu essen. Und nicht nur Frühstücksflocken. Hallo, KTM-Treiber. Let's go. Okay, zwei von den Vögeln da. Finden wir hier was vielleicht? Komm mal her. Was sind echt viele hier gerade? Komm mal her, aber nur du. Komm. Und zack. Gib mal was, das ist nur die Mütze, wobei die möglicherweise besser ist. Ja, die ist makellos und sieht ein bisschen cooler aus. Nichts. Wo? Wo bist du? Dann soll es mir egal sein. Oh, was haben wir hier? Ist das ein Schweißerhelm? Sehr gut. Hallo, Andreas. Metallsäge. Kann doch nicht schon wieder alles leer sein, oder? Oder wie oder was? Nee. Ah, hallo. Da nur die Mütze. Kraka ist heute gekommen, passt auch rein, nur leider nicht mehr vertikal. Warte mal, vertikal? Wieso das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. Salivana. Hallo, Ernst Fröhlich. Okay, warte mal, hier waren wir schon. Das ist ja auch schon mal nicht verkehrt. Das heißt, die können wir mal ganz in Ruhe da liegen lassen. Schauen wir uns hier drüben nochmal eben um. Weil hier haben wir ein paar kleine Geschäfte. Das sieht soweit gut aus. Jeanshose. La Jeanshose. Das sieht aus wie oben bei Novodmit. Ja. Keine Ahnung. Jetzt kommt der Typ. Ja, ah, sehr gut. Och, immerhin. Ich glaube, der kommt jetzt, ne? Die 1070 hatte ich so drin, dass die Lüfter nach vorne zeigen statt nach unten. Passt jetzt aber nicht mehr. Boah, wie krass, ey. Wie riesig ist denn diese Grafikkarte? Oder wie klein ist der Tower? Krass, krass. Aber hast du alles schon drin? Hast schon was gezockt? Läuft gut, oder was? Anzugkurse, fantastisch. Das können wir nicht mehr nehmen. Na, wir essen das jetzt gleich mal. Öffnen. Ja, wie sieht's denn nun aus? Hallo, Nachdenken. So, das waren ja nur Dings. Die ist makellos, ne? Komm, zieh dir mal die Captain Crunch oder was das denn rein. Mmh.
Denn nur mit vollem Bauch kann man Zombies jagen gehen. So machen wir es. Hallo Thunder. Lecker aus. Naja, so trocken. Hm. So, wo ist er denn jetzt? Ah, direkt hier vorne. Da hinten ist sein Bruder. Ich weiß nicht, ob die Kirche mal irgendwas bereithält, dass man... Hallo. Durch. Steakmesser besser als kein Messer. Hallo Patrick Nagele. Warte mal, Teasy? Teasy? Was ist das da? Zeltdach und was zu essen. Sehr gut. Komm, gib mal was. Dabei, die Bänke sind auch soweit leer. Doch, hier drüben. Großer Gaskanister, bringt mir jetzt gerade nichts. Krasostav Airfield. Wie, eigentlich kein Brunnen? Alles klar, er bleibt da. Oh, er bleibt nicht da. Doch, er bleibt da. Okay. Hallo Manuel. Also ist oben, alles klar. Die Wasserbecken. Warte mal kurz. Anzugjacke, Schiebermütze, Jeans, Hotpants. Nur am Wochenende. Das da. Wasserbecken. Hallo Seichter. Hier oder was? Komm her. Oh, da ist er schon down. Trink mal einen Schluck. Okay. Dann gucken wir mal. Ich brauche einen Rucksack. Ich brauche am besten noch eine Waffe, ein schönes Gewehr. Jetzt mit dem Wissen, was ich gestern durch euch bekommen habe, mit dem Schalldämpfer. Ich muss jetzt nicht unbedingt nochmal direkt zum Airfield, aber... Solange ich so ein bisschen ausgerüstet bin und da ist, da zählt der Rucksack tatsächlich dazu, damit ich ein bisschen Platz habe. Für Loot, für guten Loot. Und Leute, heute ist es passiert. Ich habe mir eine neue Kamera bestellt. Ich weiß, bleibt sitzen, ja, ich weiß, ich habe sie einfach bestellt. Ich habe es einfach nicht mehr ertragen. Und manchmal, wenn ich eine Folge aufgenommen habe, und heute habe ich wirklich viel gespielt, und dann ist OBS nebenbei offen und ich sehe die Kamera, selbst dann wird das Bild schwarz. Also es hängt nicht mal mit irgendeinem Spiel zusammen, sodass man irgendwie sagt, naja gut. Ey Leute, den nehmen wir jetzt. Wie viel Platz ist da drin? 30, noch immerhin, das ist ja gar nicht so verkehrt. Hauptsache, mich sieht hier so keiner. In der Apokalypse mit so einem Schulranzen? Nee, lieber nicht. Wecker. Anzugjacke für Frauen. Jetzt hakt das blöde WLAN in der Badewanne. Oho, der Herr Baron. Schaut YouTube in der Badewanne. Hört, hört. Was ist hier? Nichts. Komm, hier gibt es immer was in diesen Räumen. Nur jetzt nicht. Hier gibt es einen Medic. Ja, hier ist ja sogar das Krankenhaus, aber das war komplett leer. Completo lero, wie man auf Italienisch sagt. Die draußen sind schon unruhig, weil die waren da drüben, ne? Ja.
YouTube auf dem Handy in der Wanne. Ich sag Tablet. Er hat so ein goldenes iPad. Gülden, Verzeihung, Gülden. Oh, die kommen hierher. Und jetzt? Krabbelgruppe oder was? Ja. Yes, fantastisch. Demoliert. Wie sieht es denn mit unserem aus? Beschädigt. Na gut, macht auch keinen Unterschied. Makes no difference. Wieder für Frauen. Mist, dieser Laden hat eine schlechte Auswahl. Da kommt die nächste. Hallo? Wo bist du denn? Sehr schön. Was ist das denn? Tomate beschädigt. Das ist nicht schlimm. Solange wir sie noch essen können. Hallo, Kutte. Heute Nacht habe ich bis um 4 Uhr morgens das LP 0304 mal reingezogen. Oh Gott. Das tut mir leid, dass du so spät noch meine Stimme gehört hast. Aber vielen Dank fürs Schauen. Andreas, was hast? Smart TV an der Wand. Kaltes Hefeweizen. Der Herr also jetzt ist aber wirklich Baron-Modus. Nee, nee, kein Handy, kein iPad. Es ist ein Smart TV. So an der Wand, ihr wisst schon. Oh Leute, ich verliere Blut. An der Wand gegenüber. Habe mit meiner Grafikkarte auch in vielen Towern Probleme. Ja? Es wird allmählich schwarz-weiß. Gib mal was, gib mal die Tomate. Hallo, Caspar. Kurze Frage, wäre es möglich, Stalker Gamma Season 2 in eine separate Playlist zu machen? Sehr schwierig ist, Part für Part nach der Reihe zu gucken. YouTube würfelt alle durcheinander. Schau ich mir an. Schau ich mir an. Jetzt haben wir wieder Serverprobleme. Ich verstehe es überhaupt nicht, ne? Ganz komisch. Ja, die brauche ich nun wirklich nicht. Wer viel arbeitet, darf auch genießen. Da hast du absolut recht. Einige Playlists sind voll durcheinander leider. Ja, das liegt dann aber daran, dass ich es wahrscheinlich mehrmals gespielt habe. Das heißt, ich muss dann pro Staffel, die ich mache, eine eigene Playlist. Ja, das wird dann auch voll, ne? Aber in der Sortierung der Playlist, da habe ich keinen Einfluss drauf. Also ich sage einfach nur, in welche Playlist etwas soll. Da ändert man Einfluss. Oh, ich kriege ganz schön ab, ey. Alles gut, alles gut. Wir leben noch. Ich sehe zwar alles in Schwarz-Weiß, aber wir leben noch. Hallo David Alka. Wie lief es gestern Abend noch so? Ja, gestern bin ich tatsächlich erschossen worden und jetzt läuft es durchwachsen. Aber lieber durchwachsen am Anfang. Taschenlampe ist besser als nichts. Ist besser als keine Lampe. Dringend was essen. Aber ich habe schon so viel gegessen jetzt. Das ist...
Jetzt ist hier mal Ruhe. So viel... So viele Zombies hier gerade. Fox on the Run, vielen Dank für deine Spende. Dr. Fuchs verschreibt dir Vitamintabletten. Haha, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Fox on the Run. Wegen Blutverlust. Ja, ich sehe das schon unten rechts, aber... Wird nur langsam wieder besser. Arbeitshose. Oh, ist fast ein bisschen angenehm für die Augen, wenn das so farblos ist. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, für einen Stream, aber... Infusion mit Kochsalzlösung. Das klingt sehr kompliziert jetzt gerade. Sag mal, was haben wir denn hier? Eine Hose? Jacke. Schloss, Mütze. Hier ist nichts weiter. Warte mal, hier liegt doch irgendwas. Fleischklopfer, ja, vielleicht besser als nichts. Aua. Doch, 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 da ist was. Wollt doch sagen. Okay, immerhin, das haben wir. Ich würde sagen, wir verziehen uns mal von hier. Ich wage es jetzt mal. Auch wenn wir bei schwacher Gesundheit sind. So ist mir das doch ein bisschen zu Zombie überlaufen, dieser Ort. Jetzt gucken wir mal, wo uns das hier hinführt. Hast den Farbfilm vergessen? Ja, sieht wohl so aus. Schauen wir mal. Ja, da hinten ist schon der nächste Ort. Obwohl, das ist erstmal so ein Checkpoint hier vorne. Sollte ein bisschen von der Straße weggehen. Pistole? Pistole habe ich auch, aber ich weiß nicht, was ich da... Ja... Schieße ich damit besser? Keine Ahnung. Macht wahrscheinlich keinen Unterschied jetzt in meinem Zustand, weil ich kaum was sehe. 10 Schuss. Und dann, ja, wie gesagt, möglichst jetzt schon schauen. Jetzt müssen wir natürlich erstmal ein bisschen wieder zu Kräften kommen, dass wir Vitamine finden. Alles, was dann, wenn es mal regnet, dass wir dann im schlimmsten Fall entgegenwirken können. Also ein Zombies, das heißt wieder zurück zum Messer. Wie kraust dabei, ja. Da wieder einige Typen, aber diese Zelte sind doch recht interessant. Ach, warte mal, da hinten ist diese Brücke, kann das sein? Thumbnail, letzter Livestream. Ja. Das heißt, rechts ist eine Ortschaft. Ja, genau, richtig, okay. Ja, komm mal her. Was macht er denn? Komm mal her, bitte. Einer nach dem anderen. Sehr schön, der ist down. Hallo, Stefan. Ist etwas zu dunkel. Ja, daran kann ich, glaube ich, nicht viel ändern, außer Gamma hochdrehen, aber dann wird es auch schnell komisch aussehen. Komm mal her, nur du, nur du. Sehr gut. Oh, jetzt sind sie schon zu dritt.
Boah, ich wäre fast lieber jetzt zu sterben, glaube ich, ey, anstatt mich so durchzuquälen hier. Nee. Ach, was für ein blöder Start, ey. So viele Zombies da an diesem Ort. Ich bin noch nicht tot. Ob das jetzt die Situation besser macht, weiß ich nicht. Komm, komm, komm. Hab vorhin Dragon's Dogma 1 gespielt. Mein Hauptvasall auf einmal so, die Gegner sind egal, ich kümmere mich um den Loot. Louis wäre so stolz gewesen. Ja, das denke ich auch. Oh Leute, da sind wir wieder. Könnt ihr das sehen? Da sind ein paar Sterne. Steht direkt neben mir ein Zombie, kann das sein? Naja, hier ist ein Baum. Oh, uns geht's aber besser. Na, das ist doch schon mal positiv. Haben wir noch irgendwas? Hier, das Ding nehmen wir jetzt, Leute. Sehr schön. Na, das lief doch besser als gedacht. Ich dachte jetzt, wir sind komplett durch damit. Abgenutzte Armeetasche 35. Hau das mal raus. Den Ransen. Gib mir mal die Tasche. So, komm mal her jetzt, du Vogel. Das hat ja fast gar keinen Effekt, das Ding, ey. Okay, jetzt aber. Wir haben Munition. Wir haben ein Hand... Ja gut, den Handschutz brauche ich nun wirklich nicht. Handfunkgerät. Was kann ich damit anfangen, wenn ich alleine unterwegs bin? Nicht so viel wahrscheinlich. Oh, ich bleede schon wieder. Und ich bin krank. Jetzt geht's schon wieder los. Eieiei. Schade, ich dachte, es wären Vitamine. Es war nur eine Rauchgranate. Genau, gib mal Munition, das ist okay. Munition 11. Da haben wir das Ding, sehr schön. Gleich nochmal. Keine Batterie. Ah, Mist. Misto. Hallo Silke Choi. Zeig mal, hier ist noch einer. Fall um, Junge. Naja, das mit diesem Kranksein, wenn man da nicht schon das hat, was man dafür braucht, ne, dann wird es wirklich so eine Hatz irgendwie hast. Hallo Jave! Taschenlampe, keine Batterie. Keine Battery. Aber hier vorne haben wir ein kleines Dorf. Aus. Aber irgendwie ganz schön. Hätte auch einen Effekt, wenn das gesamte Spiel schwarz-weiß wäre. Komm mal rein hier. Okay.
Dann hilft desinfizieren. Hier kommt, ich lass mich töten. Das hat keinen Zweck. Das ist jetzt einfach nur eine Stunde wieder rumlaufen, Vitamine suchen und dann sterbe ich eh wieder. Die soll mich jetzt töten. Und dann fangen wir nochmal neu an. Wo ist sie denn? Ah, guten Tag. Ein Bier bitte. Hallo? Die Mütze. Hallo. Nochmal. Ja, sehr gut. Richtig. Ja, aua. Wunderschön. Weiter so. Ja. Ja, es sind echt viele Zombies, das stimmt. Im Vergleich zu gestern. Ach, wir können einfach hier respawnen. Na, easy. Hier muss man sich ja gar nicht töten lassen. Der Herr Baron möchte nur einen gesunden Charakter spielen. Am Anfang auf jeden Fall, ja. Ich möchte nicht am Anfang schon diesen Stress haben. So, Leute, da sind wir doch. Alles easy, wir sind gesund. Uns geht's gut. Und jetzt schauen wir, dass wir es richtig machen. Und vorerst den Zombies ausweichen und nicht viel rennen und so. Damit wir da nicht plötzlich in so eine Gruppe reinrennen. Gott, gib mir Kraft. Ja, weiß ich doch. 5, 4, 3, 2, 1. Also die Arbeiterjacke. Ja, hau das mal da rein. Dann hauen wir das. Ich finde es auch komisch, dass man nicht ein T-Shirt und eine Jacke anziehen kann, sondern dass das einfach nur als Oberteil gilt. Leuchtpistole. Kann ich behaupten, dass mir das was bringt, aber wer weiß. Hallo Master Sound Skull Jam. Livonia ist eh nix. Was haben wir hier? Dosen Spaghetti. Oh, schlechtes WLAN in der Wanne. Ja, ich stehe gerade in der Wanne. Zehn Spieler, ja, das reicht mir. Ich muss hier nicht auf so einen vollgehauenen Server rauf. Das bringt mir auch nicht viel. Wanderhose, die ist vielleicht besser. 20 Slots. Stelle der kurzen Wanderhose. So. Komm, mach mal auf hier. Aber hier scheint alles relativ ruhig zu sein. Doch, das ist hier Spawngebiet, ne? Das heißt, wenn ich Pech habe, kommt hier gleich irgendeiner, der schon eine Pistole gefunden hat. Und dann war es auch das wieder. Chemt. Ist gut, ist gut. Es ist nicht kalt. Die ist nicht kalt. Die ist sehr warm. Das meide ich auf jeden Fall. Da links haben wir noch einen.
Sei still. Sei still, Hühnermann. Jack, vielen herzlichen Dank für 10 verschenkte Mitgliedschaften. Ich danke dir vielmals, Jack, und herzlich willkommen. Das ist hier drüben ein bisschen ruhiger. Es ist echt super voll, ne? Als wäre hier irgendwie so Black Friday. Schauen wir eben. Hühner gleich essen. Ja. Korrekt. Aber ich habe nichts zum Auseinandernehmen oder Töten. Das könnten Apfelbäume sein hier drüben. Schauen wir mal. Vielen Dank, Jack. Und herzlich willkommen. Und ob Peterle jetzt nochmal wiederkommt, kann ich leider nicht sagen. Gerade eben hat es gedauert. Nichts drin. Kombizange, Laufschuhe. Laufschuhe. Hallo, Herr Krautwolf. Herr Krautwolf, heute so früh. Herzlich willkommen. Hör auf zu frieren, ey. Dann wirst du wieder krank. Und dann habe ich wieder Stress. Setz den Skaterhelm auf. Hat er den noch? Gar nicht bescheuert aus. Bergfest geschafft. Ich gebe jedes Mal mein Bestes, weiß ich doch. Und ist ja auch keine Anwesenheitspflicht hier. Ah, Leute, da sind wir doch richtig. Ich weiß, es ist kalt. Einen Schuss haben wir. Labor Pastady. Komm, wir finden schon noch was. Es darf jetzt auch gern langsam hell werden. Ich glaube, so lange dürfte es nicht mehr dunkel sein. Ich glaube, in diesem speziellen Raum hier, also da gibt es ja mehrere von, die so aussehen, habe ich noch nie was gefunden. Zumindest nicht, dass ich mich erinnern kann. Hier oben schon, hier liegt manchmal was rum. Aber da unten ist schon eher der Raum der Enttäuschung. Weiß jemand spontan, ob es große Änderungen im EFT-Update gab? Wahrscheinlich nicht. Aber ich weiß es nicht, nein. Was hat es eigentlich damit auf sich, dass manche Namen im Chat dick grün angezeigt werden und manche nicht? Die in grün sind die Mitglieder dieses Kanals. Jetzt kommt Trouble. Oh. Hallo. Hallo. Okay. Das übliche Mikrofonproblem. War das die erste freundliche Begegnung mit einem Menschen in meiner DayZ-Karriere? Gib mal was. Milchpulver kann man trocken essen, habe ich gestern gelernt. Und dann knuspert es so schön. Sieht nach Mitternacht aus. Das Event ist zu Ende, die Server sind überlastet, das Gras sieht anders aus und es gab ein Sound-Update. Das Gras sieht anders aus? Lieb, weil unbewaffnet. Ja klar, absolut. Ich bin bewaffnet, ich war trotzdem lieb. Habt ihr das gesehen? Ja, das können nicht viele, ich weiß. Einige Neuerungen. Das Gras sieht etwas trockener aus in ihr. Okay.
Wo bist denn du? Komm mal her. Wow. Runter von den Tischen. Macht die einen Ärger hier. Zu den Käse. Lage. Noch eine Flagge. Okay, besser als nichts. Hab es mir heute Morgen auch runtergeladen. Erste Runde nach einer Stunde abgeknallt worden. Zweite Runde jemand getroffen, ihm einen Kompass hingeworfen hat und was zu essen. Hm. Naja, aber wie schon richtig gesagt worden ist. Wenn man keine Waffe hat, dann hat man auch im Grunde, ist man im Grunde keine Gefahr. Sobald man eine hat, hat man plötzlich diese Macht und will zum Sozialexperiment, ne? Ist halt echt so. Aber ist doch schön, wenn man Freunde trifft auf in DayZ, die nett sind. Aber gut, manchmal entscheidet ein linker Maustastenklick darüber, ob man überhaupt dazu kommt, mit jemandem zu sprechen. Hallo Steve William. Naja, vielleicht gibt es ja die coolen Leute, die schon lange DayZ spielen. Also ich bin sicher, die gibt's, aber ob die auf den offiziellen Servern sind, ist halt die Frage. Die dann sagen, ey, hier, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Mit F... Oh, da sagst du was, Werner. Vorhin, als ich das Thumbnail hier machen wollte für diesen Stream, oh, sehr schön. Habe ich auch, bin ich auch einfach losgegangen und habe schon eine Waffe gefunden und dachte ich so, das ist schon zu viel. Ich will ganz neu anfangen. Und dann wollte ich eigentlich das HUD ausstellen, damit ich ein gutes Foto machen kann und alles drauf ist. Und dann habe ich F11 gedrückt und daraufhin hat er sich hingekniet und das Gewehr in seinen Mund gesteckt. Und dann kann man abdrücken und dann ist das auch eine Art, den Spieler zu töten. Da dachte ich echt so, okay, krass. Krasse Nummer. Hallo Walheimser. In DayZ kann man auch über Sprache kommunizieren. Ja, ich habe mit ihm gesprochen. Also hier, wenn ich die Taste drücke, dann sieht man dieses Mikrofon und dann hört mich jemand in meiner Umgebung. Also je weiter er dann weggeht, desto leiser werde ich. Oder andersrum. Aber er hat nicht geantwortet. Es kam dann so ein Rauschen. Die ist nicht kalt, die ist nicht kalt, die ist warm. Vitamine in der Feuerwehrdusche? Nope. Nichts ist es. Ich habe leider immer noch keine Waffe, keine Nahkampfwaffe. Ich möchte hier ungern rumballern. Hier ist auch wieder gar nichts. Nichts und wieder nichts. Komme ich hier irgendwie außen runter? Auch wieder viel unterwegs. Nachdenken. Willkommen im Zeugenschutzprogramm. Vielen herzlichen Dank. Oh, warte mal. Ich glaube, der ist hier im Gebäude. Jetzt bin ich schon wieder krank. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, weil er so schnell friert. Hallo, der Kosch.
Das ist auch nur der Helm. Wir gehen da lang. Hallo Herr der Loops. Große Pause mit Corle Pizza und Sully. Ha, sehr schön. Meine allererste Mitgliedschaft überhaupt bei YouTube. Das ist eine große Ehre für mich. Vielen Dank. Norman, bis morgen. Schlaf selber schön. So, jetzt gucken wir mal. Vielleicht finden wir jetzt ein bisschen ein paar Vitamine. Das ist ein Krankenhaus da, oder? Warte mal. Naja, ich glaube schon. Ey, hier ist so viel los. Meine Pizza am Ofen. Ja, wenn die verbrannt ist, Matze, kannst du ja Caller Pizza rufen. Das haben wir jetzt schon. Gesundheit. Polizeirevier. Fußballplatz. Ja, komm her. Dabei. Was hat es eigentlich mit all diesen Flaggen auf sich? Was ist das denn für ein Laden? Ein Flaggenladen oder was? Gott sei Dank noch essbar. Ja gut, das kann auch schlecht aussehen für die Pizza, wenn sie noch essbar ist. Ist ja auch jeder anders empfindlich. Die haben auch ein Gehör hier heute. Ist unglaublich. Sehr schön, immerhin. Wir haben ein bisschen was. Der Nachteil, wenn man so vertieft ist. Ja, stimmt wohl. Ja, immer einen Timer setzen, wenn man irgendwas in den Ofen haut, ne? Einfach egal, auch wenn man direkt davor steht, einfach immer einen Timer setzen. Seid ihr so, wenn der Wecker klingelt, steht ihr sofort auf oder ist die Schlummern-Taste euer bester Freund? Die Schlummern-Taste ist sehr gefährlich. Eine feuchte Bratpfanne. Hm. Hier haben wir noch eine BK-18. Wir haben eine BK-12. Hier ist allerdings Munition drin. Ich weiß, dass die ein bisschen mehr reinhaut, aber wir belassen es jetzt erstmal dabei. Es geht jetzt erstmal darum, zu überleben. Ich bin sofort wach. Krass. Ja, ganz viele Leute, die haben ja wirklich Schlummern, Schlummern, Schlummern und planen sich das auch ein. Also die machen dann wirklich eine Dreiviertelstunde irgendwie Schlummern. Aber ich finde, ich habe es dann nur noch schwerer, irgendwie ausgeschlafen zu sein oder wach zu sein. Wenn man immer wieder das verzögert, weil das so wenig ist, nur was man da rauskriegt. Man sollte da wirklich, glaube ich, direkt aufstehen. Ich denke, am besten irgendwie den Wecker oder das Handy irgendwie weglegen, dass man aufstehen muss. Schlummertastenfreund. Zweimal schlummern, dann auf, aber nur jeweils 10 Minuten. Ja, was? Mindestens zwei Wecker, sonst gewinnt die Schlummern-Taste. Ja, krass. Das mit der Deckung und dem Zurückweichen muss ich noch üben. Bekomme trotz Deckung Schaden. Also wenn du die Kampftaste drückst und dann einfach zurückgehst, ne? Du gehst dann zurück, dann geht's eigentlich. Solange die vor dir stehen. Wenn die dich von hinten angreifen, dann nicht. Aber ist ja nicht so, dass das nicht auch ein bisschen buggy wäre hier, Daisy, ne? Also durchaus sein, dass du alles richtig machst. Hallo Chris Bob. Ich stelle mir meistens 3 oder 4 Zeiten. Krass. So über den Tag verteilt. 6.30 Uhr müsste ich aufstehen. Nächster Wecker 12. Hat leider nicht geklappt. Dann um 17 Uhr nochmal. Das erklärst du dann deinem Chef. Guck hier, ich habe Wecker gestellt.
Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, wenn man ausschlafen kann, schläft man meist nicht lang genug. Oder dann kann man ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr schlafen. Dann ist das häufig so ein 5 Uhr ist man wach. Dann ist man irgendwie am Handy und dann versucht man nochmal einzuschlafen und dann einschlafen, so gegen 6, obwohl du so um 6:45 aufstehen musst, ist das Allerschlimmste. Hallo Skipper! Schlummern funktioniert mit den Katzen nicht. Sobald die mitbekommen, dass ich auch nur ansatzweise wach bin, geht das Theater los. Eieiei. Ja, kenne ich ein bisschen von meinen Hunden. Da rechts ist noch einer. Mach mal schnell, fall mal um, bitte. Sehr schön. Schlafen kann ich immer, das ist das Problem. Oh, das ist sehr beneidenswert. Auf jeden Fall schlummern, aber im Grunde quält man sich am Ende genauso hoch, als wenn man direkt... ja, das ist es wirklich. Das ist es, was ich meine. Also du gewinnst dadurch nichts. Ich glaube, es wird nur noch schwerer aufzustehen. Wenn das im ersten Moment nicht so wirkt und man so das Gefühl hat, man kriegt eine Belohnung, ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass man sich das Leben nur schwerer macht. Ich habe nichts zum irgendwas, ne? Ich brauche keinen Wecker mehr. Ah, einen Wecker brauche ich im Grunde auch nicht, aber... Wenn mal irgendwas ist... Geht mir auch so. Dadurch, dass ich früh 3:45 raus muss... 3:45? Kann ich auch am Wochenende nicht länger schlafen. Ja, das ist so ein bisschen der Fluch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für Leute ist, die dann irgendwie so einen Monat lang Nachtschicht machen oder so. Und dann haben sie einen Monat wieder Frühschicht oder so eine Zwischenschicht oder sowas. Und dann, also dieser Wechsel, pff, Wahnsinn, ey, das kann auch einfach nicht gesund sein. Hallo Zensor. Kartoffel. Komm, die essen wir jetzt mal. Eine abgenutzte Kartoffel. Ach, die kann ich so gar nicht essen. Gut zu wissen. Wird man aber wahrscheinlich machen in der Apokalypse, oder? So eine rohe Kartoffel. Ein Erdapfel. Die touren dann immer auf mir rum, ja. Drei Katzen, ja. Kann ich mir vorstellen. Guck mal, können wir uns damit wehren? Stimmt, oder? Kann man denn so eine Krankheit, wie ich sie jetzt gerade habe, kann man die heilen ohne irgendwelche Medikamente? Also mit viel vorm Feuer sitzen oder viel trinken oder sowas? Ist das möglich? Oder ist man automatisch verflucht, sobald man... Was geht denn hier ab? Das habe ich auch noch nicht gehabt. Schlafen? Wie kann man denn hier schlafen? Nur wenn du erkältet bist. Wie, hä? Nur wenn ich erkältet bin... Kann ich das auch ohne Medikamente lösen? Oder nur, wenn ich erkältet bin, brauche ich Medikamente? Oder nur, wenn ich erkältet bin, kann ich das auch mit Schlaf machen? Hinlegen? Wirklich jetzt? Meine Freundin und ich schlafen im Westflügel. Ganz klar. So, hier haben wir noch eine Waffe. Zeig mal her.
So, die Dinger habe ich jetzt, denn ich habe hier schon so eine. Die ist abgenutzt, die ist makellos. Dann hauen wir die raus, hauen die rein und setzen die auf die 1. Sehr schön. Die Kartoffel musst du schälen, ja? Ich habe leider nichts da zum Schälen. Ich habe nicht mal ein Messer gefunden. Oder einen Sparschäler oder sowas. Erkältung ohne Medic, Infekt nur mit Tetra oder Morphin. Und den Unterschied sehe ich woran? Antibiotika nehmen oder Vitaminpillen? Hinlegen klingt logisch. Aber einfach so mitten in dieser Welt so einfach hinlegen. Kommen die Zombies vorbei und man sagt so, nee, komm, lass mich mal in Ruhe, ich bin erkältet. Und dann so, oh, okay, wusste ich nicht, sorry. Das machen wir nicht nochmal. Aber es wird langsam hell. Da hinten kann man es sehen. Sehr gut, ein paar Minuten noch, dann sehen wir ein bisschen was. Ja, ich glaube, die Schirmmütze ist besser, weil das ist schwach isoliert und das Ding auch. Aber das fällt nicht so auf. Da haben wir die passende... Ach nee, warte mal, das war ja gerade eben der Charakter mit der Taschenlampe. Ups. Das war kein Witz, man kann schlafen. Ja, das, aber wie macht, stellt man da sicher, dass man nicht erfriert oder irgendwas? Das ist ja nicht so clever, sich jetzt hier einfach so hinzulegen, oder? So kann man sich hinlegen. Ist das damit gemeint oder gibt es eine Schlafentaste? Denn ich vermute mal, dass mich das hier nicht gesund macht. Das will Sally nicht wach haben. Boah, ey. Habe ich kein Messer oder ähnliches gefunden, um Bandagen anzufertigen. Hallo André. Ich freue mich auf morgen Reigns of Guild. Ja, ich auch, glaube ich. Ich habe nicht viel dazu gesehen, also... Das kann tatsächlich auch ein sehr kurzer Stream werden. Mal gucken. Komm, zieh dir mal die Marmelade rein. Ich denke, wenn man krank ist und einen leeren Magen hat, das auch nicht so super. Ja, aufhören. Okay. Aber Leute, schaut mal hier. Tageslicht. Ja, ihr seht wieder was. Ist doch auch schon eine Menge wert. So, die Dinger sind sowieso leer. Schauen wir mal eben. Da lang ist genau der Ort. Wollte ich auch fragen wegen dem Stream morgen. Was wolltest du denn fragen? Ich bin zu diesem Spiel eingeladen worden. Ist ein Early Access Titel. Ein MMORPG. Und ich habe ein paar Screenshots gesehen. Und habe denen gesagt, jo, mache ich. Schaue ich mir an. Und viel mehr weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß, dass das aus Russland kommt. Ich weiß, dass die schon viele Jahre daran arbeiten. Aber ob das was wird? Keine Ahnung. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr bei so einem Ersteindruck, so einem Livestream. Wenn das halt tatsächlich nichts ist für mich, dann lasse ich es halt auch tatsächlich. Worum es geht? Mittelalter-RPG, mehr weiß ich nicht. So richtig, aber mit Handel und allem Möglichen. Also, das ist nicht einfach nur so ein geh hin und schlachte irgendwelche Leute ab, sondern man kann wohl richtig handeln und mit anderen Spielern und so. Aber wie stabil das läuft, keine Ahnung, wir werden sehen. Wir werden tatsächlich sehen, weil vorher werde ich dazu nichts gesehen haben.
Lege dich über dein Aktionsmenü schlafen. Mit der Standard-Tastaturlösung ist die Taste Punkt. Dann wirst du posen, hinlegen, sagt Google. Vielen Dank, Big Bang Therapy. Hallo, Carbelli Müller. Mittelalter ist eigentlich gut. Ja, da ist immer so ein bisschen die Frage, wieso das Kampfsystem umgesetzt ist. Ne? So mit Schwertkampf und so, das kann auch ganz schnell so richtig merkwürdig gemacht sein, dass man so gar kein richtiges Trefferfeedback hat. Hinlegen. Weiß nicht. Hier, Selbstmord, das ist es. F11. Geht allerdings nur mit einer Waffe. Lonely. I'm so lonely. Wir warten mal kurz ab. Weil ich weiß nicht, was ich habe. Ich vermute mal, dass er so lange gefroren hat. Ob das jetzt hilft, hier zu liegen in der Kälte, bezweifle ich mal ganz stark. Aber wir gucken mal, 30 Sekunden. Hallo, ein Gordon. Cooles Spiel mit der Ente, weil du auch in sowas reinschaust, finde ich dich und deinen Kanal unter anderem so gut. Vielen Dank, Stefan. Ja, merkwürdiges Spiel mit der Ente. Aber ja, für so einen kurzen Ersteindruck reicht es dann. Aber also, ich glaube, das ist nichts, was ich jetzt längerfristig spielen würde, ehrlich gesagt, weil ich kann mich mit so einer Ente nicht so gut identifizieren, ehrlich gesagt. Entifizieren. Wird dann langsam dunkel und irgendwann schläfst du ein. Aber ich schätze mal, im Feuer ist das ein bisschen, also beim Feuer macht das ein bisschen mehr Sinn, ne? Wir probieren das mal. Wir schauen mal, dass wir irgendwie alles zusammenkriegen. Ein Feuer und dann legen wir uns in so einer Hütte schlafen. Ja, es sollte wärmer, naja, denke ich mir. Wir schauen mal. Da kommt doch bald so ein Spiel raus, wo du aus der Zukunft im Mittelalter landest. Die haben alle Schwerter und du eine Mutter. Ja, ich weiß, was du meinst. Das hatte auch so einen merkwürdigen Titel. Stimmt. Stimmt, stimmt. So, hier vorne haben wir was. Ich brauche halt ein Beil oder irgendwas, ne, damit wir ein bisschen Brennholz besorgen können. Ein Feuerzeug haben wir bereits. Ah, sehr gut. Na klar. Habt ihr gesehen, da hinten ist gerade einer vom Himmel gefallen. Wenn du die Ente nicht mehr brauchst, pack Rotkohl und Klöße mit bei. Ja, ich habe deinen Kommentar wohl gelesen und dachte so, ja. Ja, passt. Sieht die mich ja, ne? Oh. Komm rein, mach die Tür zu. Oder wir machen es halt einfach so. Bisschen Munition. Arbeiterjacke ist schwach isoliert, die ist gut isoliert. Dann hauen wir die mal raus, ziehen die an. Skimaske haben wir bereits. Sehr schön, den haben wir. Verrat doch nicht deine Position. Komm mal her. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Oh, ist das lästig. Hau ab.
Komm, mach. Hallo, Mr. Jan. So, das hätten wir. Welche Taste muss ich beim Klicken drücken, um das Inventar wieder in die neue Jacke zu bekommen? Doppelklick. Einfach nur Doppelklick auf die Sachen. Musst du nichts extra drücken. Yes. Der ist da drin. Yes. Leute, dafür sind wir hier. Das kriegen wir hin. So, komm mal her. Hier, gib mir das mal. Aber Rinde kann ich so nicht bekommen, ne? Doch. Ah, fantastisch, Leute. Es läuft doch. Es gibt Holzstapel. Ist das echt so? Das höre ich gerade zum ersten Mal. Holzstamm. Warte mal, ist der Baum zu groß? Kann das sein? Ja. Höh! Hallo, Return of Dead. Mal zu hier. Haben wir so ein Ofendings hier drin? Ah, jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Ach doch, hier. Oh, fantastisch. Nee, nee. Hier. Flatsiren. Wir haben allerdings keinen Anzünder. Ach doch, die Rinde ist ja. Komm, let's go. Und dann legen wir uns hier ganz creepy auf den Boden. Vielleicht kommt dann jemand vorbei. Meint ihr, das hält ein bisschen? Wir holen noch mal ein bisschen mehr Holz. Dann legen wir uns hin und dann bin ich gespannt, ob das klappt. Wo war das? War das nicht hier irgendwo? Doch. Das kann ich jetzt nicht platzieren. Ach doch, hier. Anbringen. Warte, wir machen hier zu. Wir suchen den Punkt und sagen, wir legen uns hin. Wir schauen uns das Ganze so an. Ah, sehr gut. Wieder was gelernt. Mal schauen, ob das klappt. Meine Lehrerin in der 5. Klasse war auch so eine Furie. Es tut mir leid. Ich überlege, wie hieß denn meine Lehrerin, meine Klassenlehrerin? Für die Nahrung kannst du auch Tiere. Ja, das weiß ich. Durch den Rauch aus dem Schornstein natürlich echt risky. Wenn einer kommt, hört er dich schnarchen. Ja, ist okay. Das müssen wir jetzt mal riskieren. Ob ich jetzt so drauf gehe, weil ich nichts finde, oder jetzt halt einer kommt. Gucken mal. Aber das wäre natürlich cool, weil das genauso wie das mit dem Feuer gestern machen und so, das nimmt mir so ein bisschen diese Sorge, die ich bei Daisy immer habe. Sobald es einmal regnet, ist man sofort krank und dann war es das im Grunde schon. Kameli, vielen Dank fürs Abo. Herzlich willkommen. Schauen wir mal. Vielleicht sieht man mich auch nicht, wenn ich so ein bisschen getarnt bin. Zumindest meine Beine sehen aus wie der Bodenbelag. Die Maske jetzt nicht unbedingt. Aber das wird schon. Zu weit entfernt, wirklich. Hinlasen. Ich weiß schon, was du meinst. Das Thermometer unten. Aber auch jetzt ändert sich nichts. Passiert nichts weiter. Wenn einer den Rauch sieht, denkt er, wer ist das für ein Bamf, dass er sich traut und dreht um. Also ich glaube, viel näher geht's jetzt nicht.
Aber ihm wird jetzt warm. Oh, jetzt haben wir das Pluster. Sache, deine Körpertemperatur geht hoch, also ohne liegen. Okay. Es gibt auch Multitabletten. Ja, da waren wir gestern schon 2 Stunden auf der Suche nach und heute auch schon ein bisschen. Ah, jetzt weiß ich, was BAMF ist. Findest du das auch kaputt? Ja, gut. Frische Luft muss schon sein. Jetzt schauen wir mal, wie lange das hier dauert. Oh, er hüstelt. Komm. Aber die Gesundheit geht nach oben. Ganz rechts. Das könnte ja schon mal ein gutes Zeichen sein. Ich weiß nicht, ob das komplett voll sein muss. Vielleicht hilft das ja schon mal. Halt durch, mein Freund. Deiner schönen blauen Jacke. Und er schläft dann tatsächlich ein, also er ist dann so wie ohnmächtig weg quasi. Weil dann... Ich glaube, mich fasziniert dieses Spiel so, und ich habe das Spiel schon lange, ne? Aber das war für mich immer so ein bisschen in so einer Zeit, habe ich das gespielt, wo ich dafür nicht so geduldig war irgendwie, und jetzt so nach und nach die Dinge, die man machen kann, schon allein das gestern mit dem Schalldämpfer und so, ne, das hat immer wieder so einen neuen Anreiz, das hier aufs Neue zu erkunden, und dann stirbt man und dann versucht man es nochmal und hat die Hoffnung, bessere Sachen zu finden und so. Das ist schon ein gutes Spiel, Leute. Maximilian, herzlich willkommen im Zeugenschutzprogramm. Vielen herzlichen Dank für die Mitgliedschaft. Willkommen. Das Krankzeichen geht irgendwann weg am Feuer. Okay. Hallo Maximilian. Vielleicht noch was essen und trinken. Ja, aber im Liegen. Das geht nicht. Dafür muss ich aufstehen. Ich weiß halt nicht, ob das mit dem Liegen zusammenhängt oder nicht. Wir können uns ja auch hinsetzen. Kann ich auch nicht das Inventar öffnen. Und Leute, schön ein bisschen Zucker. Das war's schon. Dose kriegen wir so nicht auf, ne? Oder ist das eine mit so einem... Nee. Obwohl doch wahrscheinlich damit, ne? Aber dann geht viel verloren. Aber besser als verhungern. Wird dunkel und du schnarchst. Ja, krass. Mein Gott, wer hat denn da tapeziert? Das ist doch ganz nett. Es ist mir lieber als irgendwie so eine Arztpraxis oder so, wo alles komplett weiß ist. Und dann hast du so, ein magentafarbenes Treppengelände. Und du denkst irgendwie so, was ist denn hier schiefgegangen? Darf ich fragen, was du versuchst? Ich muss wieder gesund werden, Maximilian. Also im Spiel. Im echten Leben habe ich erst da schon aufgegeben. Warte mal, kann ich die Kartoffel da rein? Da reinlegen eigentlich? Tatsächlich. Ah, oh. Verbrannt. Mist. Hey, komm, hau die raus. Wann kommt der nächste EFT-Stream? Habe ich gerade noch nicht so geplant, aber ist nicht ausgeschlossen. Vielleicht demnächst, mal schauen. Direkt vor den Ofen hocken, ja? Hier bin ich, oder? Ich bin so nah dran, wie es geht. Hallo Duffman! Das geht doch nicht mehr seit dem letzten Patch. Oh. Ja dann, Maximilian, vielen Dank. Leute, wir ziehen weiter. Es war mir ein Festofen. Bis bald. Und jetzt werde ich erschossen. Ja gut, das muss man wissen. Ne? Wenigstens hat sich Maximilian die Patchnotes durchgelesen, im Gegensatz zu mir. Küchenuhr, schade. Ich dachte, das wäre wirklich...
Das heißt, ich muss jetzt Vitamine finden. Oder eben drauf gehen. Komm, wir gucken mal. Wir finden bestimmt noch was. Ich bin ja nun nicht der erste DayZ-Spieler, der hier gleich am Anfang krank wird. Dafür muss es ja eine Lösung geben. Motocross-Helm, Mundschutz. Nein. Obwohl, dann stecke ich niemanden an. Ja, spielt denn noch jemand aktiv gerade Tarkov? Also so richtig so? Oder ist bei jedem so ein bisschen gerade so die Zeit so, Tarkov, ja. Mir geht's gerade ein bisschen so. Ich glaube, als ich das so mit der Pistolenrunde begonnen habe und mein Ziel so 10 Millionen war, da hatte ich noch richtig Bock drauf und dann wurde es nach und nach so, ja. Keine Ahnung. Nee, das passt soweit. Bomberjacke ist gut isoliert und die Jacke hier ebenfalls. Hier haben wir 30er-Slot da auch. Das macht also keinen Unterschied. Wir können die mal ganz kurz. Nichts drin. Schade. So, Antibiotika. Das steht nicht in den Text, aber geht echt nicht mehr. Wir haben es erst letztens auch versucht. Ah, okay, verstehe. Spitzfiebig. Antibiotika. Ja, aber wo? Wir finden das nicht. Ich spiele aktiv jeden Tag EFT. Okay, krass. Das Einzige, was mich aktuell von EFT abhält, sind deine Streams. Oh, es tut mir leid. Kannst ja nebenbei spielen. Oder den Stream morgen schauen. Da haben wir schon den nächsten Vogel da vorne. Lebenszeichen im Auge behalten. Lebenszeichen? Kann man hier realistisch was von nehmen? Nee, ne? Komm mal rüber hier. Ich höre hier noch einen. Oh, 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 oh. Mach mal schnell. Leuchtstab. Nix essen. Irgendwas, irgendwas. Bitte. In welchem Dorf ist er? Das ist eine sehr gute Frage. In dem hier. Hier steht nicht mal ein Ortsschild. Vielleicht ist das ja schon ein Hinweis darauf. Naja, kann ja durchaus sein, Werner. Du scheinst dich ja gut auszukennen hier. Wenn du jetzt sagst, ah ja, da gibt es ein Dorf, da gibt es kein Schild für, kann es ja durchaus sein, dass du sagst, ah, da ist er. Für mich sieht hier alles irgendwie gleich aus. Komm, komm, nicht sterben. Wie eine Ortschaft. Tatsächlich. Mel, cool, sehe ich dich endlich mal live. Herzlich willkommen, Mel. Da bin ich, live und in Farbe. Und morgen hoffentlich mit besserer Kameraqualität. Obwohl die nicht schlecht ist, aber... Mal gucken. Halte Ausschau nach blauen Baracken. Da ist meistens ein Hospital. Gibt medizinische Sachen. Ja, ich weiß, welche du meinst.
blaue Holzbaracke. Was ist das? Was ist das? Ach, keine Munition brauche ich jetzt nicht. Ich will leben! Meinem Charakter lädt sich der Balken für die Ausdauer nicht mehr ganz auf. Bin aber gesund und satt. Woran liegt das? Gute Frage. Hab eine Vermutung, ob es uns hier siehst. Also lag ich damit gar nicht so falsch. Komm, gib mal was. Irgendwas. Haben wir da drüben was? Das brauche ich nicht. Da ist nichts weiter. Ist hier jemals irgendwas zu holen eigentlich? Ist das nur Deko? Oh, die Qualität hier der Textur. Oh. Eieiei. Überladen. Ah, ach, warte mal, man kann überladen werden. Das steht aber nicht hier irgendwo, ne? Verstehe. Krass, das wusste ich auch nicht. Haben wir nicht noch eine Cola gehabt? Oh, Leute, wir haben nichts mehr. Wir müssen jetzt dringend mal hier ein bisschen was finden. Dringend. Aber das macht ja irgendwie Spaß. Schau mal hier, da haben wir einen Ort, Werner. Kannst du das lesen? Da bin ich. Aber lots mich nicht irgendwo hin. Also, ich will mich ein bisschen treiben lassen, bevor ich dann wieder dahin gehe, wo alle möglichen Superchats rumlaufen. Schaue ich lieber ein bisschen. Nähset. Polizeirevier. Regenmantel, zeig mal her, das ist abgenutzt, das geht noch. Mach mal auf hier den Käse. Merkwürdiges kleines Dorf mit einem Polizeirevier. Komm mal her. Nein, 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 nur du, nur du. Komm mal her, komm mal her. Nein! Wie könnt ihr es wagen, mich anzugreifen? Ist auch was von Ratiofarm? Oh, 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 oh. Stell dich mal vor, dieses Kampfsystem wäre so richtig cool, ne? So richtig... Am besten wie bei Kingdom Come Deliverance. So, dass du wirklich so richtig... links und rechts schlagen musst und so. Und so ein richtig gutes Feedback bekommst für deine Schläge. Hier waren wir schon. Hallo, Lydia! Bei den Klamotten immer aufs Gewicht achten. Nee, Tscherno müsste das sein. Tscherno-Jobatei. Cowboy-Hut, gibt's hier noch was? Leider nicht. Die ganze Prügel macht's auch nicht besser. Nee, deshalb sage ich ja, die sollen mich gefälligst in Ruhe. Oh, schaut mal hier, wie viele! Gut, wir leben noch, ne? Komm mal her, wenn die einzeln kommen, ist nicht so schlimm, aber... sobald die einen dann umzingeln... Nimm das, alte Frau! Was hält die denn aus? Sag mal! Jetzt reicht's aber. Schuhe... Baseballmütze. Polizeirevier. Hallo Carsten Jansen. Vielleicht mit DayZ 2, ja, mal schauen. Gibt's das Spiel auch ohne nervige Zombies, nur als Mod?
Hallo? Die halten so viel aus. Unfassbar. Gesundheit. Okay. Wie warst du? Lebst das Kampfsystem von Casey D? Da hast du doch 40 Folgen darüber gemeckert. Was? Überhaupt nicht. Das hat mir richtig Spaß gemacht in Kingdom Come Deliverance. Da musst du mich mit jemandem verwechseln, Einkorn. So, warte mal. Warte mal, warte mal. K12? Nehmen wir die Munition, würde ich sagen. Lydia, vielen Dank für deine Spende. Vielen herzlichen Dank. Das Kampfsystem, das Krampfsystem. Eigener Server, ja. Haben wir hier schon gehabt. Weiter. Hallo Days. Oh ja. Sehr schön. Das heißt, das haben wir auf die 2, das Ding auf die 3 und Verbände auf die 4. Kommt AK-Muni rein? Okay. Jetzt habe ich ein Gewehr mit einem richtig schönen Scope und alles ist noch ganz und jetzt sterbe ich Fieber wahrscheinlich. Aber mal schauen, vielleicht halte ich auch ein bisschen aus. Hopp! Hopp! Könnte ich das trinken oder so? Das wär's. Komm. Was läuft denn morgen? Reign of Guilds läuft morgen, ein neues Spiel, welches im Mittelalter spielt und ich selbst noch überhaupt gar nicht gespielt habe. Könnte ja so sein, dass ich morgen nach einer Stunde sage, oh nee, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Und dann spielen wir DayZ. Oder aber... Es wird ein normaler Ersteindruck. Was haben wir denn hier? Ist da was drin? Wasser. Kann ich das einfach so trinken? Wir probieren es einfach, Leute. Vielleicht heilt mich das ja auch. Ah. Mit Krombacher. Hallo Gerhard. Bitte. Vitamine.
DayZ ohne Ende. Ja, momentan habe ich Bock auf DayZ, also... ist nicht ausgeschlossen. Chlor, aber bist eh krank. Das war's schon? Zombies looten an Jacken etc. immer Tab drücken. Es kann immer etwas drin sein. Ja, das sehe ich ja, wenn dann da ein Plus ist. Siehst du, wenn du mit der Maus drüber bist, an dem Plus. Ah ja, oder so. Essen und Trinken leiste immer Weisheit, dann soll es wieder gesund werden. Hm. Das sah bisher nicht so aus. Gesundheit. Sally, Darkside-Stream in Zukunft. Auf keinen Fall. Auf... Was denn jetzt? Ich bin eh gerade fertig. Die sind so merkwürdig aktiv gerade. Komm ran. So. Die ist raus, ne? Was ist denn jetzt los? Hallo. Was denn ist? Es sind so viele hier. Komm her. Einer muss doch fallen hier. Keine Chance. Da kann man überhaupt gar nichts machen, ne? Ja, Andreas. Schon dreimal heißes Wasser nachgefüllt. Sehr gut. Hab mir gestern beim Darkside-Video dasselbe gedacht, was du die ganze Zeit gemeint hattest. Das muss ein April-Scherz sein. Ja, aber... Also ich habe so ein richtiges Press-Kit von denen bekommen mit Logo und allem drum und dran. Da dachte ich mir, also so einen Aufwand macht man sich nicht für einen April-Scherz. Auch wenn das Spiel an sich so irgendwie so wirkte, so ein bisschen sehr unfertig und so. Aber keine Ahnung, was die mit Darkside wollen. Ja, die Erkältung war jetzt wirklich das geringste Problem. Ja, die Flinte, aber dazu kam ich auch schon gar nicht. Ne? Dann steht da einer und man denkt, okay, schaffe ich. Dann kommt ein nächster dazu, dann hinter einem und dann stehst du da und kommst nicht mal zum Waffewechseln. Wegrennen ging nicht, die Ausdauer war durch. Habe ich probiert. Oh, wieder eben, ey. Sehr gut. Heute ist der Wurm drin, Leute. Ist nicht böse gemeint, aber die Waffen willst du nicht dreckig machen? Wie gerade schon gesagt. Einer steht da, den will man so fertig machen, weil man die anderen nicht auf sich ziehen will. Während des Kampfes kommt ein anderer dazu, denkt man, zwei gehen noch. Kommt ein dritter von hinten und dann stehst du da. Und dann kommst du nicht hinterher mit dem Waffe wechseln. Und ja, natürlich will ich meine Munition nicht für Zombies draufgehen lassen, Leute. Wenn hier irgendwelche Spieler kommen, dann will ich natürlich bereit sein und nicht mit so einem Radmotor-Schlüssel da irgendwie auf ihn einhauen. Munition. Oh. Welche Version ist das? 1, 2, 4. Hab
es vorher noch nie gesehen, wie oft du heute draufgegangen bist. Zweimal. Babo Yoda. Ich habe gefühlt immer diesen Spawn, ja? Ist das vielleicht immer dieser Spawn? Ist das vielleicht nur so eine kleine Schrecke oder kann man tatsächlich überall auf der Map spawnen? Ja, Days, stimmt schon, aber wenn ich leider nichts finde, dann ist das wirklich so ein Ding der Unmöglichkeit und dann wird man so schnell krank. Nee, wisst ihr was? Wir gehen woanders lang. Wir gehen direkt weg von hier. Birne! Wo du hinläufst. Hier muss es doch aber dann irgendwie runtergehen, oder? Also wenn man hier so hoch geht. Was finden wir dort? Das Portal nach Narnia? Das Ende ist erst der Anfang, ja. Sehr philosophisch. Gib mal Gas. Weg von diesem Spawn-Gebiet. Jemand Spawn-Comics gelesen von euch? Oder überhaupt? Gibt es einen Comic-Sammler unter euch? Der so richtig so Spider-Man 1943 Erstausgabe in Folie 7000 Dollar wert. Weniger Zombies sah jetzt nicht so aus. Mal gucken. Nach Woods, ja, es sieht wirklich aus wie Woods hier. Jetzt laufe ich gleich noch in eine Mine und dann ist es perfekt. So. Laufen wir so halbwegs parallel zu diesem Küstenort da unten, dann sollten wir doch irgendwo hinkommen. Ich habe einen Wanderweg, na das wird doch auch irgendwo hinführen, oder nicht? Geben mal ein bisschen Gas. Hier unten ist Ende. Hier wird es ja wohl was geben, oder nicht? Da unten haben wir diese Stadt. Ja, okay, passt, passt. Komm, zeig mal her. Hier sehe ich doch schon Klamotten. Einen schicken Hockeyhelm. Bisschen Munition. Kann ich das anziehen? Ist schlecht isoliert, ja, dann kann ich es auch lassen. Jetzt die Frage, gibt es da oben realistisch etwas zu holen oder eher nicht? Finden wir es heraus. Mit dem heutigen Patch gibt es den BTR jetzt auch auf Woods. Oh, echt?
Eieiei, das ist schon verdammt hoch. So, jetzt verschaffen wir uns erstmal einen kleinen Überblick. Also hier oben gibt es nichts. Das hier ist das Ende, meint ihr? Obwohl da unten was ist, also wird es nicht das Ende sein, aber hier drüben wahrscheinlich. Das heißt, ich könnte tatsächlich runter dem Weg hier folgen. Das hier wird noch Spawngebiet sein. Das heißt, wir wollen darüber, wenn das passt. Also runter dem Weg folgen, hinter diesem Berg hier. Okay. Dann schauen wir uns um. Kann ich hier jetzt runtersliden oder tut er sich dann weh? Ah, er tut sich dann weh. Es ist ein öffentlicher Vanilla-Server, ja. Die Leertaste für Fernglas. Guter Versuch. Ja, ich weiß. Deshalb slide ich auch nicht mehr. So, schnell versorgen. Ich dachte, das mit diesem, mit dem Schnitt, den man bekommt, gilt nur für diese Holzleitern auf den Hochsitzen. Aber scheinbar nicht. Ich krieg keiner rauf, Höhenangst. So richtig schlimme Höhenangst, so richtig so, dass du nicht mal in so einen gläsernen Aufzug kannst, der dann so in die vierte Etage fährt oder so. Oder sogar auf einer Leiter schon, das gibt's ja auch. Hast 19 neue Mitspieler auf dem Server? Ja, das soll mir recht sein. Wählt man danach den Server aus eigentlich? Ich gucke immer, wo die beste Verbindung ist. Und in dem Fall war es jetzt der, den ich gestern hatte. Aber das Gute ist, dass die Map groß genug ist. Deshalb entferne ich mich eigentlich auch immer relativ gerne schnell von diesen Spawngebieten. Weil, wie gesagt, lass da einen eine Schrotflinte mit einem Schuss finden. Ey, dann war es das schon wieder. Ah, warte mal, da ist wieder die Brücke. Das heißt, wir sind am Spawnpunkt wie vorhin schon. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich irgendwie von der Seite daran komme. Stofffetzen, ja, ich habe leider gar nichts. Kein Messer, nichts weiter. Wie realistisch ist es, dass ich das hier runter schaffe, ohne drauf zu gehen? Nicht so realistisch, ne? Ich möchte ungern an diesem Checkpoint vorbei, weil da wieder 17 Zombies warten werden. Na, da unten sind schon die ersten. Nee, das spare ich mir. Das spare ich mir. Ich arbeite auf Windkraftanlagen als Servicetechniker bei 90 Metern plus. Cool. Hast aber hoffentlich keine Höhenangst. Nicht, dass das jetzt so kommt. Wo wir gerade bei Höhenangst sind. Ich mach's beruflich. Ist ganz schlecht, wenn ich oben bin. Dann klammerst du dich immer nur so fest. Das muss auch hier runter gehen. Ich will da nicht vorbei. Ja, das passt. Der steht direkt hier vorne.
Nee, nee, okay, sehr gut. Chlortabletten. Sehr schön, immerhin etwas. Da hat ein Zombie die Tür zugemacht. Da ist ein Spieler. Da drüben ist ein Spieler. Mach mal zu. Ja. Da drin ist ein Spieler. Oder Zombies können jetzt Türen schließen. Spieler, Spieler! Na, sah mir auch so aus. Ansonsten hätte er wahrscheinlich auch die Tür nicht geschlossen, ne? Wanderjacke, ist die durch, oder? Ich sehe sie nicht mal. Komm mal her. Geh mal rüber. Komm mal her. Wer findet schneller irgendwas? Ich. Quatsch ihn mal an. Das ist ein Kuchen und gehst dich vorstellen. Hallo, ich bin neu hier. Dann knallt er mich sofort ab. Capri-Hose. Genutzt, makellos. Komm mal her jetzt, du Vogel. Aua. Was denn jetzt? Yes, sehr gut. Das ist kein PUBG, wer findet schneller was? Na klar. Sowas von. Hier gönnt man nicht. Hier gönnt man nicht. Hallo. Nee, der scheint nicht in der Nähe zu sein. Oder ist einer von 12 Millionen PC-Spielern ohne Mikrofon? Kann natürlich auch sein. Das Inventar ist für immer weg, ja. Macht ja den Reiz so ein bisschen aus, ne? Zu wissen, man verliert halt alles. Und deshalb ist mir dieses eine Basis haben und so viel Zeug haben und so nicht so meins. Ich habe das lieber so, als so einer, der so rumstreunert, was findet und dann sich da so ein bisschen die Geschichten bilden. Komm mal her, da drüben sind noch zwei. Was ist das denn? Getrocknete Zucchini, beschädigt. Ja, aber nicht kaputt. Also nicht verdorben. Vielleicht dann lieber doch nichts essen.
trink mal einen Schluck. Ja, vielleicht ist der Typ da noch im Haus. Vielleicht wartet der, dass ich auf ihn zukomme. Vielleicht ist er ein bisschen schüchtern. Vielleicht wartet er mit einer Schrotflinte. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe da nur seinen Kopf und seine Schulter drin durchs Fenster gesehen. Kann natürlich sein, dass der schwer bewaffnet ist. Ja, die Zucchini sieht auch nicht mehr so Zucchini-mäßig aus irgendwie. Aber in der Apokalypse darf man, glaube ich, nicht wählerisch sein. Oh, wie langsam sich das füllt, ne? Ja, aber das mit dem Anbauen, das dauert doch auch Ewigkeiten. Und dann muss ich ja auch an der Stelle bleiben und so. Das ist, und dann hast du halt eine Tomate oder was. Also, weiß ich nicht. Das geht so ein bisschen einher mit so meiner Abneigung diesem Basenbau gegenüber. Komm mal her. Was denn jetzt? Dreht er sich einfach weg? Wie frech kann man sein? Die beste Erfahrung, der sie zu lernen, ist, wenn du auf einem Server spielst mit dem Mod Siberia. Fahr fort, René. Capri-Hose, es ist doch eine kurze, ja, wollte auch gerade sagen. Dann machen wir das lieber mal so. Ich denke auch fast, dass DayZ in der Vanilla, ach hier war ich gerade, in der Vanilla-Variante eher für Anfänger interessant ist. Ich glaube, DayZ ist auch ein Spiel, was sehr schnell langweilig werden kann, wenn man einmal alles so irgendwie entdeckt hat und gut ausgerüstet ist und so, da ist dann der Reiz nicht mehr so da. Und dann wechselt man eben auf so einen Hardcore-Server oder was auch immer. Ich denke aber, so der richtige Spaß auch am Lernen der Sachen und so, das ist nur am Anfang gut. Und dann kommt man schon an so eine Grenze, glaube ich, dass man sagt, naja, ist schwierig. So, da haben wir die Brücke. Okay. Ah ja, da sagst du es ja sogar, ja. Hallo, roter Tiger. Wäre da nicht ein Auto sinnvoll? Wie zum Rumstreunern und so? Nee, das ist viel zu laut. Erstens viel zu aufwendig, eins zusammenzubauen. Dann ist es mega laut und auffällig. Ich bin in so Spielen gern zu Fuß unterwegs. Ich mag das. Ich weiß, viele sagen dann so, ja, nee, dauert zu lange. Walking Simulator, ich mag das total. Mobiles Lager, ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Ja, man könnte sich ja auch so einfach irgendwo so ein Fass hinstellen und das als Lager nutzen und dann hat man halt eins irgendwo auf der Map. Das wäre, glaube ich, noch okay, aber dafür muss man zum einen die Map richtig gut kennen oder zumindest eine offen haben, um zu sehen, wo das dann ist. Aber also, den Antrieb dafür habe ich auch irgendwie gar nicht. Ich spiele das so wie Tarkov, ne? Einfach rein und gucken, was passiert und dann wird schon was passieren. Auto ist laut, bedarf viel Pflege und ist begehrt. Das snappt dich jeder raus, ja. Oder so, hätte ich es auch sagen können. Es fehlt wie bei Arma 2 DayZ Mod eine atmosphärische, spannende Musik. Ja, aber in der Apokalypse läuft ja auch keine Musik so im Hintergrund. Ich will schon die Umgebung und die Natur hören und meine Schritte und ein Zombie in der Ferne oder so ein Vogel. So, da haben wir diese Fabrik.
Und dahinter kommt dann diese andere Stadt, in der wir gestern waren. Das Fahren ist extrem buggy, ja, das glaube ich. Mache Musik immer aus, selbst bei Skyrim. Ich auch. Ich spiele gerade Horizon Forbidden West, da habe ich die Musik so ein bisschen an, weil ich auch erstmal gucken möchte, wo die so eintritt, weil ich mag es auch zum Beispiel nicht, wenn man irgendwie in so einem Level auf so einer Map oder so läuft und dann beginnt schon irgend so eine Trommelkampfmusik und du siehst noch gar keinen Feind und du denkst dir so, ja, danke, dass ihr mir irgendwie so ein bisschen die Spannung jetzt nehmt. Aber da hält es sich tatsächlich in Grenzen. Aber ansonsten, nee, so wie man es erleben würde als Charakter eigentlich. Ohne Musik halt einfach. Das Problem ist nur, gerade bei so Story-Singleplayer-Spielen hast du eben häufig dann Zwischensequenzen, die nur mit Musik funktionieren. Und ansonsten hörst du da gar nichts, weil eben Musik drüber geworfen wird und sonst nicht viel. Und das sieht dann häufig ganz blöd aus, wenn dann da keine Musik gespielt wird. Das weiß man aber vorher nicht. Selbst bei Skyrim. Die Musik bei SingStar ausgemacht, Leute. Ich bin Hardcore. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben weiterhin nur dieses Steakmesser. Hier drin könnten wir vielleicht ein bisschen Kleidung finden, so eine Arbeiterjacke oder irgendwas. Oder ein Generator ist auch okay. Jogginghose, das brauchen wir nicht. Wir brauchen irgendein Oberteil. Was war das denn? Gar nicht übertrieben. Steinmesser machen? Das höre ich zum ersten Mal. Kann ein Daisy Steinmesser machen? Wie bei Scum, so übertrieben umständlich? Nix da. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich springe jetzt, Leute. Ist auch keine Leiter, die hier runterführt. Ja, das ist wirklich nichts gewesen. Was für ein verschwendeter Umweg. Sind die denn so unruhig da draußen? Oh, guten Tag, hallo. Bei Jogginghosen sind. Wann ist denn der Trend entstanden, schwarze Jogginghosen zu tragen und die dann auch noch in weiße Socken reinzustecken?
Anfang der 2000er war das schon mal Trend und jetzt scheinbar wieder, so wie es klingt. Aber verstanden habe ich ihn auch noch nicht. Was? Mach dir einen Lagenstock, lege ihn auf ein und du hast eine Waffe gegen die Z und wartest nicht das Messer. Und Knochenmesser. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen was an hier. War es schon immer ein Rätsel, wie solche Trends überhaupt entstehen? Auf einmal tragen das dann alle... Ja, Social Media. Eindeutig Social Media. Da kommen diese Alpaka-Frisuren her, da kommen diese Jogginghosentrends her, da kommen diese kleinen Drogen-Umhängetaschen von Gucci oder was her. Das ist so, irgendein Rapper trägt es, irgendein Fußballer trägt es, zack, Trend gesetzt. Und deshalb schicken ja auch Marken, so Klamottenmarken, immer ganz viel an Leute, die viele Follower haben, in der Hoffnung, die tragen das und sagen, wow, Supreme-T-Shirts für 150 Euro. Brauche ich auch. Mama, gibst du mir 150 Euro? Lalala, lala. Ach, come on. Ich bin auch schon längst weg gewesen. Social Media überhaupt nicht unterwegs, bis auf YouTube. Ja, ich auch nicht. Ich habe YouTube und lade auf TikTok hoch und ansonsten halte ich mich da auch fern von. Nichts. Hallo King Con. Kein Facebook, TikTok und so weiter. Ja, das ist auch gar nicht verkehrt, Stefan. Sally hat sich einmal für den bärtigen Jesus-Look entschieden und bleibt dabei. Integrität pur. Korrekt. Korrekt. Inspiration damals vor meiner Hochzeit. Kurt Russell in die Klapperschlange. Und dann sind die Haare halt irgendwann doch nochmal noch länger geworden. Und das war das. Ist das nicht ein Krankenhaus hier? Leute, wir wollen gut vorbereitet hier reingehen. Das ist ein Badezimmer, das erkenne ich doch. Let's go. Ei, oh, let's go. Hallo Thomas. Ein Thema mit Trends. Ja, einige entstehen in Social Media, aber überwiegend stammen heutige Trends aus den Hoods in USA. Wie? Aber wie kommen die dann hier rüber? Durch Social Media bestimmt. Dein Chat läuft 5 Minuten zeitverzögert. Ich glaube, da muss man dann den Chat aktualisieren. Was war das nochmal? F5 oder irgendwie so. Einfach den Browser mal aktualisieren. Das haben wir manchmal, dass da ein oder zwei Leute hinterher sind. Gestern war irgendjemand eine Stunde hinterher, glaube ich. Werden keine Medis sein. Ja, schade eigentlich. Hätte ich ja fast erwartet. F5, ja genau. Was René sagt. Ach,
ja, hier waren die beiden Typen, die ich leider nicht getroffen habe. Stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Hallo Semmelbrösel. Hast du auf deinem Passbild im Ausweis eigentlich auch einen Kopfhörer auf? Ja. Da ist nur ein Kopfhörer drauf. Und alle so, ah ja, er ist es. Völlig klar. Ach, da muss der rote Punkt leuchten. Jetzt bist du nicht auf dem aktuellen Stand. Hier haben wir einen Supermarkt. Ein bisschen was zu essen ist jetzt auch nicht verkehrt. Sehe ich das eigentlich richtig, dass die Kamera jetzt in 2 Stunden 19 Minuten nicht einmal schwarz geworden ist? Ich sehe das immer nur so aus dem Augenwinkel, aber ich bin fast der Meinung, das hat jetzt nicht stattgefunden bisher. Skaterhelm. Lass mich raten, hier liegt irgendwo noch eine Flagge. Freunde. Bären und Wölfe in Daisy gesehen. Vor ein paar Monaten in dem Livestream, da kamen dann plötzlich Wölfe, ja. Das war aber die andere Map, ne? Livonia war das, glaube ich. Livonia klingt übrigens wie so eine Wohnungsbaugesellschaft. Kamera top. Vielleicht wird sie schwarz, weil sie zu heiß läuft. Ja, aber die wird eine halbe Sekunde schwarz und dann ist sie wieder da. Ich habe auch geschaut, ich habe auch die Einstellung schon so eingestellt, dass die Kamera das länger ab kann quasi. Also, dass die erst dann sich meldet. Ich kann es mir beim besten Willen nicht erklären. Ich finde es äußerst merkwürdig. Aber gut, wir werden sehen, oder? Morgen kommt eine neue Kamera und dann gucken wir mal, wie es damit läuft. Ach so, ja, KTM-Treuer, genau. Ich habe eine neue bestellt. Jetzt sagt die so, oh, guck hier, jetzt muss ich mich benehmen. Ja, deshalb frage ich, das wirkt fast so. Und dann nimmt die Kamera mich richtig auf und dann seht ihr, dass ich eigentlich so blau bin, wie einer von der Blooming Group. Kann ich dann die Farbe nicht mal einstellen. Gibt es eigentlich so Streamer, die so mit Maske oder so streamen? So komplett... Was habe ich denn? Holt euch keine langen Haare. So, wisst ihr, was ich meine? So irgendwie... Oder so einen Helm aufhaben oder sowas? Ist das hier wieder ein Wecker? Welche hast du die bestellt? Die Elgato Facecam Pro habe ich mir bestellt. Und jetzt habe ich ja so eine Sony, so eine richtige Systemkamera mit Capture-Karte und allem drum und dran. Und das ist so vom Aufwand her... Für so ein kleines Facecam-Bild wahrscheinlich den Preis und auch die Arbeit nicht wert. Deshalb hoffe ich auf diese Facecam. Die hat eine höhere Auflösung, auch bei 60 Frames. Kostet nur die Hälfte. Oder weniger als die Hälfte. Dann gucken wir mal. Und grundsätzlich bin ich mit der hier zufrieden. Aber dieses manchmal Einfrieren, das hatten wir letztens in einem Tarkov-Stream. Manchmal kommt ein schwarzes Bild. Ey, das ist einfach... Das ist nicht akzeptabel, tut mir leid. Ciao. Livonia Lebensversicherung, auch gut, ja. Livonia. Ihr Leben in unseren Händen. Obwohl, das klingt fast wie eine Drohung. Ihr Leben in guten Händen. Gut abgesichert bis an ihr Lebensende. Auch nicht gut. Livonia hört sich an wie Vovonia. Ach, das ist es. Vonovia. Ja, stimmt. Siehst du? Ja, daher kam das. Unterbewusst. Dachte ich so, wahrscheinlich kenne ich das. Ja, gibt's aber, brauchst du dir nicht anschauen. Wollhandschuhe. Yes! Jetzt hör auf zu frieren, gefälligst.
Also gestört hat es mich jetzt nicht, aber verstehe, dass es dich nervt. Ja, das ist schon wirklich besonders für das Geld, ne? Wenn ich bedenke, dass so eine Kamera 600 Euro kostet, dann eine Capture Card für 150 oder diese Camlink Stick. Und wenn man sich dann diese Mühe macht und da Geld investiert und dann geht's nicht mal richtig, meh. Ungern. Dann mache ich es mir leichter. Also mal, war ich jetzt hier schon gerade oder nicht? Nee, ne? Wenn es mal mit dem Stream nicht läuft, kannst du immer noch Synchronsprecher machen. Ja, aber nur für Livonia Versicherung. Livonia. Es ist auch wie merkwürdig dann Leute reden in so Werbung. Oder auch so Synchronsprecher, ne? So irgendwelche Filme oder Serien, so. Ja. Ich bin drüben gewesen. So wird kein Mensch reden. Aber wir glauben es halt. X ist es. Kann man die verrammelten Türen auch öffnen? Ich glaube nicht. Hallo NSL. Ich kann nicht mehr drei Buchstaben lesen, oder? Erzählt mal euren Freunden, dass man auf F11 ein Cheat-Menü hat. Naja, ohne Waffe hat man da nicht viel, aber... Es ist schon fies. Hungrig, haben wir irgendwas zu essen da? Sehr wenig zu finden hier, ne? Wäre cool, wenn du so redest. Stellt euch mal vor, wie nervig das wäre die ganze Zeit. Oh, hier ist eine Waffe für mich. Oh, hier ist wirklich eine Waffe für mich. Ist die schon durch, oder was? Demoliert. Demolition Man. Wofür sind die drei Muscheln? Sally macht TV-Shopping und verkauft Fun-Fußbäder und Seniorenroller. Würde ich machen. Würde ich original machen. Hier irgendwie zu wenig Krempel zu finden, dafür, dass das so eine... Und überhaupt, es dürfte ruhig mehr Loot geben in Daisy. Das ist schon prozentual gefühlt pro zweistöckigem Gebäude findet man, wenn man Glück hat, eine Sache. Diese amerikanischen Verkaufsläden aus den 90ern, die nachts liefen, waren echt der Knaller. Ja, das stimmt. SW Frost, herzlich willkommen, vielen Dank fürs Abo. Für die Armbrust herstellen. Hallo Fuma, willkommen zurück. In dieser Stadt finde ich nie gut. Ja, ich glaube, hier ist hier wirklich ein Thema irgendwie. Was ich sehr schade finde, weil das hat auch so viel Potenzial, dass hier Loot ist. Denn wir wissen alle, guter Loot tut gut, aber hier ist es nichts. Und dann verhungert man, weil man nichts findet. Das ist jetzt ein Witz, oder? Oh Gott. Oh, in dem Moment kommt mein Hund in den Raum, ey. Ja, mach mal Platz. Junge. Okay, cool. Mad Max, vielen herzlichen Dank. Vielleicht solltest du dir eine Map bei Google nebenbei aufmachen, da siehst du, wo Brunnen sind für Trinken und die Straßenschilder sind da übersetzt.
Ja, ich glaube, das nimmt auch ein bisschen den Spaß für mich. Waffe suchen schnell. Ich finde nicht mal eine Leberpastete. Ja, ich glaube auch ein Gorn. Das kann ich mir jetzt wirklich sparen. Oh, ich finde es ja cool, wenn die Wölfe gegen die Zombies kämpfen würden. Und man könnte sich dann so vorbeischleichen. Oh, es sind viele. Ich kann leider nicht einschätzen, wie weit die entfernt sind, aber ich muss mich da jetzt so ein bisschen raushalten. Und zusehen, dass ich hier irgendwas finde, um wenigstens ein bisschen was zu essen zu haben. Aua. Was ist das hier? Besser als nichts. Oh, oh Gott, wie furchtbar. Wie sich sein Hund gerade fragt, warum... Ja, wirklich. Die guckt mich dann so an und sagt so, ich bin's. Mit so einer Zigarette im Mund. Ich bin's. Der Boxer von dir im Haus. Hallo. Ich so, ja, ja, hier sind Wölfe. Also wenn sie das hören würde, wird sie auch reagieren. Aber hört sie natürlich nicht. Sie hat heute ausnahmsweise mal keine Kopfhörer auf. Ich muss hier weg. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, die Wölfe kommen automatisch zu einem. Also auch wenn die einen gar nicht sehen oder so. Man ist so ein bisschen immer so ein Triggerpoint für die. Vielleicht komme ich ja noch weg. Dann hau ich ab. Dann lieber verhungere ich so ein bisschen und finde irgendwo was. Gib mir das Ding mal. Hallo JR. Landesinneren gibt es besseren Loot. Immerhin, wir haben Feuerzeug. Das ist schon mal was wert. Wollhandschuhe sind in besserem Zustand. Ach, Doppelklick geht auch. Das habe ich gestern gelernt. Wie es glaubt oder nicht, ich lerne dazu. Okay. Das ist so furchtbar, ne, wenn man diese heulen hört. Könnte hier noch ein Krankenhaus sein. Ah. Ja, dann komm mal her. Die halten so viel aus. Hier ist der Wahnsinn. Das kommt seine Kollegin. Zack, gute Nacht. Dramatisch, ja, absolut. Aber Pastete hier, magst welche haben? Bitte. Man reiche mir Pastete. Hier gibt es Zeug, eine bessere Jacke vielleicht. Oh, die Wölfe sind weg, sehr gut. Geh mal schnell hoch, da kommt nämlich einer. Das ist ein Krankenhaus auf jeden Fall. Atmosphärisch finde ich es auch super, wirklich. So überhaupt Geräusche aus der Ferne. Ich finde, das hat damals das Spiel... War das mein Bauch oder war das ein Wolf? Auch noch so ein weißer Twilight-Wolf. Klar, die ganze Bande hier, ey. Oh Mann. Fox on the Run, viel Spaß bei der Nachtschicht. Bis morgen, schön, dass du dabei warst. Oh Mist. Vielleicht habe ich ja Glück und hier ist keine Tür offen, wollte ich gerade sagen.
Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Mist. Tja, ich glaube, hier endet auch dieser Charakter. Ja, genau. Ja, dafür sind es, glaube ich, zu viele Wölfe, ne? Das sind 3 oder 4. Ich habe keine Chance im Grunde. Weil so oder so komme ich direkt bei denen runter. Die Leiter ist noch schlechter, weil die dann schnell da sein können und dann... Der kommt. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Hier rein und zu. Ich geb dir, Wolf. Komm her. Nicht rennen? Guck mal hier, bin gerannt. Mach weiter, ja, da war leider sein Kopf nicht mehr zu sehen. Komm, gib mir eine schöne Schrotflinte mit 10 Schuss hier oben. Motorradhelm ist auch cool. Eine Pfanne, die brauche ich danach. Das wird schwierig jetzt. Ist das Messer vielleicht besser? Und nun? Der Wolf ist nicht schneller eingeworden. Hast du ja gesehen. Mega langsames Tier. Auf die Tür draufhauen, aber... Nee, der ist da nicht. Ja. Komm rein. Es sind halt, ich würde sagen, es sind 3. Ein Grillspiel. Ich weiß nicht, ob die sich auch beruhigen. Zombies beruhigen sich ja dann, wenn man liegt, aber... Ein Leader und 2 Follower. Ah, okay. Die sind langsam. Ist hier noch eine Tür? Ja, da ist noch eine Tür. Okay. Komm, eine schöne Schrotflinte. So spielen wir jetzt den Rest des Streams. Einfach von Haus zu Haus. Wo sind denn die Ottos hier? Hallo Spitzi.
zeigt euch. Versuchen sie einzusperren. Na, das klingt irgendwie... Ich weiß schon wie, durch zwei Türen und so. Aber ich glaube, die sind auch nicht immer komplett beieinander, ne? Einer ist dann irgendwie immer so ein bisschen abseits. Gefühlt zumindest. Eins, zwei, drei, ja. Und ein Zombie. Vier Wölfe sind's. Da war gerade noch einer. Blöd. Ziemlich unentspannt, die Wölfe. Ja, das stimmt wohl. Ich glaube, bei denen hier kann ich die Tür gar nicht schließen, oder? Oh, da ist er ja schon. So. Was war jetzt los? Drei Schuss. Läuft doch. Wie viel Glück muss man haben, dass hier oben ein makelloser geladener Revolver liegt, oder? Ansonsten wäre ich jetzt draufgegangen. Weil um mich rum nur diese Plattenbauten, wo man die Tür nicht schließen kann. Und wo garantiert nichts drin ist. Duffman, gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Jetzt müssen die sich kurz beruhigen und dann haben wir es geschafft. Wir warten kurz ab. Bin ja nur froh, dass die nicht Leitern klettern können. Was mit ihm? Da ist er. Ruhig, ruhig. Hier gab es keine Schüsse. Alles gut, wir bleiben ruhig.
Ja gut, Days, das muss ich in Kauf nehmen. Ne? Also entweder draufgehen oder eben Spieler anlocken, aber vielleicht laufen Spieler ja auch vor Schüssen weg, weil sie denken, oh, da wird geschossen, da gehe ich lieber nicht hin. Ja, ich verhungere ja schon die ganze Zeit, ne? Wird schwierig. Ja, das mit dem Wolfsfleisch wird schwierig hier mit den ganzen Zombies. Der eine ist schon wieder weg. Ausdauer! Wo ist eure Tür? Wo ist eure Tür? Hallo? Nochmal? Die ist down, okay. Eine weniger. Sie schaut, ob du das richtig machst, ja. Noch so ein Ding, ist aber wahrscheinlich nichts drin. Demoliert. Ich will jetzt auch eigentlich nicht weiter rumballern, auch wenn die Geschall gedämpft ist. Kommt noch einer an die Tür vielleicht? Ich muss dringend was essen, ey. Es wird wirklich schwierig jetzt. Danke. Ach nee, es war ja schon... Okay. Zero Chance, nix da. Hier, Dosensardinen. Zwar ein bisschen weniger drin als normal, aber das hilft vielleicht für den Moment. Zack. Dafür habe ich das passende Magazin? Tatsächlich. Wo war das Ding? Hä, wo war denn diese komische Waffe jetzt? Ach, hier. Weg hier. Cowboyhut, was haben wir hier? Trainingsjacke, Streichhölzer, fantastisch. Jetzt haben wir wieder dieses Inventarproblem, ne? Jetzt sind es wieder zwei. Verstehe nicht, dass wenn das Inventar voll ist und ich eine Waffe in der Hand habe und ich drücke die 1, um ein Messer zu wählen, dass es dann nicht fallen lässt, sondern dass er dann sagt, nichts verstehen. Das ist so merkwürdig. Jetzt habe ich die wieder alle hier rumzulungern. Das muss ich jetzt so machen.
Ja, das gute Fleisch, aber das kann ich jetzt leider nicht riskieren. Ah, da kommt schon wieder der Nächste. Hallo Micha. Chamäleon wäre jetzt nicht schlecht. Ich würde alles nehmen. Komm, 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 was zu essen. Wie sieht es denn hier jetzt gerade aus? Dann kann das Ding raus. Damit kann ich, glaube ich, mehr anfangen. Das hauen wir mal auf die 4. Da haben wir einen Schuss. Okay. Ich verstehe. Hallo Ludwig. Aber wir sind den Wölfen entkommen. Mit sehr, 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 sehr viel Glück. Wäre ich jetzt auf der Suche gewesen, innerhalb dieser 3 Stunden nach einem Revolver, der geladen ist und makellos, hätte ich keinen gefunden. Aber so auf den kleinsten Kiosk der Welt zu klettern und dann genau die Menge an Munition zu finden, die ich für 3 Wölfe brauche, ist einfach... Das wird mir so wahrscheinlich nie wieder passieren. Genau deshalb mag ich das so, ne? Man kann recht schnell sterben, man kann solche Sachen erleben... Das spielt sich tatsächlich jedes Mal anders, auch wenn natürlich die Basics gleich sind. Aber es ist jedes Mal eine andere Geschichte. Ah, noch nicht am... Jetzt regnet es auch noch, na klar. Noch nicht am Holzhacken. Primitive Machete ist vielleicht auch nicht verkehrt. Zeig mal her, der Revolver. Haben wir dafür Munition? Ich glaube nicht. Das können wir erstmal hier runterziehen. Ruiniert bringt mir wahrscheinlich sowieso nichts. Das Ding kann dahin. Und das darüber. Die Machete braucht genau das. Sehr schön. Das heißt, die Axt können wir uns so sparen. Ich verliere leider Gesundheit, ne? Ich verhungere. Das Huhn ist leider zu sehr bei diesen Zombies. Ich glaube, da mache ich es auch nicht besser mit. Ich muss ja ein bisschen vor denen fliehen und gleichzeitig ein bisschen was zu essen finden. Und dann können wir gern Feuer machen. Ah, hier wird ja irgendwo noch ein Huhn rumlaufen, oder nicht? Leertaste, Stefan. Oh, weg hier, ey. Genug Elend gesehen. Hallo Träumebär.
Glaubenbrezel und Bier, sehr schön. Pfeile schnitzen. Wir brauchen jetzt noch einen Huhn. Oder halt so ein Karls Erdbeerhof, so ein Erdbeerstand. Wir müssen dringend was essen. Und dann wird es auch wieder gehen. Aber jetzt habe ich vielleicht noch, weiß ich nicht, 20 Minuten, bevor ich komplett drauf gehe. Also achten wir jetzt mal alle schön darauf, ob wir irgendwo einen Huhn hören. Die Armbrust, ja. Auch nichts zu essen und trinken gefunden. Mist. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Wir geben hier nicht auf. Wir schaffen das. Wir haben das mit den Wölfen geschafft. Also schaffen wir das jetzt auch noch. Ein bisschen Hunger hält uns doch nicht auf. Hallo J. Handke. Kannibalismus. Hallo Death Penalty. Okay, wir schauen nochmal auf die Schnelle hier rein. Ich hoffe, ich übersehe nichts. Aber hier unten gefühlt auch immer nichts zu finden in diesen Gebäuden. Wenn dann oben. Ja, wie gesagt, ich glaube, die müssen mit dem Loot da nochmal ein bisschen was nachlegen. Also, ja, schöne Notfackel, die bringt noch nicht wieder außer Aufmerksamkeit. So, es dürfte ruhig ein bisschen mehr da sein. Über der Brücke gibt es ein Camp. Über der Brücke. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, warum kein Wolfschleif. Weil ich da nicht mehr hinkam, weil da so viele Zombies waren. Ja, das schaffen wir auch so. Ich war die letzte halbe Stunde nur auf der Flucht. Noch eine Taschenlampe. Auch keine Batterie. Diese Nummer. Metallblech bringt mir auch nicht ganz so viel. Ne, ich bleib dabei. Zombie draußen. Komm, 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 komm. Oh, jetzt kann ich schon nicht mehr rennen. Gesundheit ist rot. Eieiei, Leute. Eieiei. Eine Topfpflanze? Reis, kann ich den so essen? Magen, vielleicht übergibt er sich gleich, mal schauen. Hat nicht so richtig viel gebracht, ne? Hallo? Hier bin ich.
Bären im Wald? Wüsste ich nicht. Würmer? Kann man die essen? War da nicht mal was? Wo sind die Viecher? Nee? Ist das nur Köder? Kann ich aber nicht essen. Oder damit angeln, ja. Werner, ich... Also ich kann dir aus Erfahrung sagen, ich und Angeln in Spielen ist eher so ein Feindding. Ja, bau dir ganz einfach eine Angel. 17 Zutaten. Und wenn du Glück hast, funktioniert es auch. Ja, Zange brauche ich nicht. Früher konnte man das. Hm. Schade. Hallo, Wobra. Tut mir leid, Wobra. Musst du mich leiser drehen. Hier, Kiosk, Leute. Hier ist Essen. Oder Munition ist auch okay. Übrigens jetzt immer noch kein Huhn gehört. Ja, Äpfel an Bäumen, aber ich finde, die sind so selten, da weiß ich nicht, ob ich nicht schneller irgendwie so eine Fleischkonserve finde. Oh, hallo. Sehr gut. Wir haben ein paar Waffeln gefunden. Mach mal zu hier jetzt. Was ist denn das so kompliziert? Okay, wir lassen es einfach. Komm, zieh sie rein. Schnelles Chili con Carne aus der Dose. Zählt auch. Oh, Leute, es wird besser. Es wird besser. Mach mal zu hier. Okay, nasse Jacke. Gib mir die mal. Tu es, tu es. Was haben wir hier? Kopflampe. Junge. Jetzt Gesundheit wieder rot, weil der Vogel mich da so angreift. Was haben wir da so rüben? Oh Gott, was für ein Überlebenskampf, ey. Ich höre einen Hahn. Ist erst da drüben oder wie machen wir es? Ich kann leider nicht sonderlich schnell rennen. Irgendwo da oben. Nix gleich tot. Oh, der ist noch weit weg. Aber es regnet nicht mehr. Trinken spare ich mir mal kurz. Haben wir was drin? Nee. Wo bist du? Mist, ey. Gönnt mir auch gar nichts. Ja, schön synchron bleiben.
Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da. Hallo. Psst, ganz kurz, nur ganz kurz. Danke. Let's go, Leute. Jetzt schnell ein Feuer machen und dann haben wir es. Gib mir was. Eins, zwei, drei. Jetzt haben wir dafür leider keinen Platz mehr. Warte mal kurz. Die Machete habe ich jetzt gedroppt, oder was? Ach nee, das habe ich in der Hand. Okay, warte mal kurz. Das kann raus. Das kann raus. Nein, wer ist sie denn jetzt? Ich habe keine Zeit für dich. Weg, weg, alle aus dem Weg. Ich weiß, du schaffst es, du schaffst es. Die Tür zu, wir brauchen gleich noch Anzünder. Mach auf den Käse. Rein damit. Rinde. Hallo Tarek, hallo Kai. Gib her. Komm, komm, mach an. Oh, nicht mehr lange. Du findest da jetzt mal so statt. Ich hole noch ein bisschen Holz. Warte, warte, was? Doch, ist richtig. Wieso anderes Haus? Jetzt warten wir kurz ab und dann schaffen wir das. Wir trocknen in der Zeit. Was für ein Albtraum, ey. Alter Schwede. Anderen Servern hätte er nicht so lange durchgehalten. Ja, aber das sind ja die offiziellen Server, oder nicht? Also offizieller geht's ja noch nicht. Auf Kochen gibt das mehr Energie, ist das wirklich so? Glaubst du? Ich weiß es nicht. Das kann man wohl sagen. Hallo Mystery Hell. Länger haltbar, ja, das ist nicht schlimm. Das brauche ich jetzt nicht.
beschädigt. Ist das jetzt überhaupt noch nass? Ah ja, das ist nass. Cooler Run, ja. Also, das echt mit diesen Wölfen. War ich das so? Kann ich die ausbringen? Wahrscheinlich nicht. Ach doch. Matze, ja, schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Hallo, Karazza. Das ist wirklich Survival. Okay. Die Jacke ist nicht nass, okay. Feucht, nass, feucht. Ah, Gesundheit steigt langsam, muss man jetzt ein bisschen warten. An sich geht das schon. Trinken ist auch noch okay, ist bei der Hälfte etwa ein bisschen weniger. Ey, wenn das was wird, ne? Und hier langsam wieder die Farbe ins Spiel kommt. Als ich die Wölfe gehört habe, ne, da wusste ich schon, ey, jetzt ist gleich vorbei. Das ist einfach ohne richtige Bewaffnung und so. Es ist echt ein Riesenproblem. Warte mal, wir können ja mal schauen, dass wir uns hinsetzen. Vielleicht verbrauchen wir dann weniger Kalorien. Ja. Hallo, Rich Rowe. Brudertag, bis zum nächsten Mal. Ein Brunnen war draußen. Ah, sehr gut. Okay, da mache ich mir gerade keine Sorgen drum. Ich will zusehen, dass ich die Gesundheit nach oben kriege, ein bisschen. Aber gemütlich irgendwie, oder? Wie ich so ohne Hose sitzt. Mit dem Hockeyhelm auf. Mehr Creep geht fast nicht. So, der Hockeyhelm, der ist schon nochmal die Kirsche. Und jetzt regnet es auch wieder. Das ist noch ein bisschen feucht, aber die Hose haben wir jetzt schon mal wieder. Sehr gut. Gefühlt seit einer Stunde die erste Entspannung. Ja, ja, absolut. Da kämpft doch jemand, oder? Meinst du? Ist das vielleicht das Feuer, das du hörst? Go! Ach Mist, was mache ich jetzt mit dem Vogel? Ich habe mit ihm gesprochen. Ich habe aber Glück gehabt, dass ich ihn nicht getroffen habe, ey. Und ich habe Pech gehabt, dass ich die Munition rausgehauen habe. Jetzt folgt er mir. Sei dir sicher, ich knall dich ab, wenn du weiter mit mir kommst.
No Mike, no Life. Er hat leider nicht geantwortet. Immer nur... Haben DayZ-Spieler kein Mikrofon? Kann das sein? Das ist jetzt schon der dritte, der nicht antwortet. Also nicht heute. Ja, wenn er mich erschießt, dann erschießt er mich. Wäre auch ein guter Grund. Ich habe immerhin auf ihn geschossen. Vielleicht kommen ja ein paar Zombies zu ihm, jetzt wo die Schüsse gefallen sind. Was ist das denn für eine Session, ey? Ohne Scheiß. Das ist ja furchtbar heute. Vor allem kämpft da nicht einer und dann höre ich nur, wie sich da einer aufwärmt. Ey, das ist so creepy. Und dann steht er hinter der Tür, als hätte ich ihn eingeladen. Unfassbar. Der verfolgt dich, weil er deine Position durchgibt. Boah, das ist jetzt aber sehr böse gedacht. Draußen höre ich ein Schwein. Ich habe ein Nähset, das ist auch nicht verkehrt. Wie creepy, ey. Ja, er hätte auch sprechen können, als er reingekommen ist, ne? Ich meine... So hat er natürlich riskiert, erschossen zu werden. Glücklicherweise habe ich ihn nicht getroffen. Für ihn, glücklicherweise. Boah, das läuft jetzt aber weit. Kommt er noch? Habe ich ja gar keine Chance. Rennschwein Rudi Rüssel. War böse gedacht, aber das ist DayZ, Sally. Die Community ist fast so toxisch wie bei Call of Duty. Das, da bin ich sicher. Leider nicht getroffen, ja. Sehr schnelles Schwein. Aber... Super, ey. Genau dafür spiele ich das. Hallo? Ich hab's versucht. Schrotflinte. Keine Munition mehr. Keine Munition mehr. Da haben wir Honig oder was? Aber kein Platz mehr. Das ist desinfiziert. Das hauen wir raus. Was habe ich? Ach ja, stimmt. Ist das die hier? Du hast recht. Ein Schuss. Hallo Chris, es wird farbig, ja so langsam wird es wieder, aber trotzdem brauche ich neues Fleisch. Ganz ruhig, ganz ruhig.
Okay. Doppelt RR drücken. Okay, viel mehr Platz habe ich leider nicht. Ach, doppelt RR, dann lädt er beide rein. Nee, R gedrückt halten. Dreimal Fleisch, okay. Ich überlege gerade, was ich raushauen kann hier. Das am ehesten. Dann hauen wir das da hoch, dann nehmen wir noch ein Stück mit. Das müssen wir eh gleich verarbeiten, ansonsten kommt das, glaube ich, nicht so gut. Oh. Die Wickel könnten wichtig sein, wenn du... Ja, ich esse ja das Fleisch gleich und dann holen wir das ganze Zeug wieder. Hallo. Ist er jetzt wirklich umgefallen? Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wieso ist er umgefallen? Er hat doch alles da. Wie er einfach umgefallen ist. Er hat noch Bu gesagt. Er hat also sehr wohl ein Mikrofon gehabt. Was lasse ich hier? Er hat alles da gehabt, ne? Muss ich nur mal kurz schauen. Cracker, Menschenfleisch, alles andere brauche ich, glaube ich, nicht. Das Messer könnte noch interessant sein, doch dafür habe ich leider keinen weiteren Platz. Wir hauen jetzt mal kurz ein bisschen was raus. Das Menschenfleisch... Ah, das braucht Dreier. Okay, warte mal kurz. Streichhölzer. Ja, hau das mal kurz raus. Gucken wir mal. Hallo Straußi! Der hatte eine Tasche. Habe ich nicht auch eine? Nee, tatsächlich nicht. Ja. So, kleinen Moment. Wir machen jetzt erstmal eins nach dem anderen hier. Kopflampe haben wir schon. Das war ja äußerst merkwürdig. Buh, hat er gesagt. Und plötzlich fällt er um. Ich dachte, das wäre so eine Pose, die man machen kann, sich dann so zu tun, als würde man hinfallen. Aber nee, tatsächlich ist er genau in dem Moment, wo er hier war, umgefallen. Armeetasche durchnässt. Da hat er sogar schon Fleisch drin. Das machen wir mal genau so. Das kann erstmal hier rüber. Ich hätte ganz gern Schleifstein, ja. Vielleicht den Revolver zurück? Das geht leider nicht. Abgenutzt, makellos. Ciao. Dann machen wir das einmal so. Essen wir gleich ein bisschen Mensch, oder was? Machen wir das? Sehe ich das richtig? Extrem schräger Stream heute. Ja, das stimmt allerdings. Ich dachte, es wird ganz entspannt, so wie gestern, so ein bisschen, ja, ein bisschen so. Ich habe richtig Bock gehabt. Aber dass das erst mit den Wölfen kommt, ich fast verhungere.
Und jetzt genau der Typ, den ich gerade nicht getroffen habe, neben mir umfällt. Und ich ihn halt zufällig ganz aus Versehen zerschneide. War nun wirklich nicht geplant. Ich habe ihn getroffen. Ich glaube, ich habe ihn wirklich nicht getroffen. Also, garantieren kann ich es nicht, weil ich auch mit der Schrot geschossen habe. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn getroffen habe. Aber kommen wir zum Wesentlichen, Leute. Ich bin gleich wieder da. Mach's dir schon mal gemütlich. Setz dich an den Tisch. Nein, 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 wir brauchen keinen Ketchup. So schmeckt es viel besser. So, jetzt können wir das Zeug hier auch wieder mitnehmen. Schnappen uns noch ein bisschen Fleisch. Hauen rauf, was machbar ist. Warte mal, wo war denn jetzt der Baum, den ich hier gerade... Damit habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten hier, das wiederzufinden. Es muss sich die Haut mit der Lotion einreiben. Ganz genau. Nicht das Menschenfleisch essen? Was ist denn jetzt los? Wieso denn nicht? Das ist doch eine Funktion im Spiel, oder habe ich das falsch verstanden? Dadurch nimmst du seine Lebenskraft auf, ja genau. Genauso dachte ich mir das. Rein damit. Das ist jetzt getrocknet. Eins davon können wir essen. Das ziehen wir rüber. Vielleicht nehmen wir ein bisschen was mit, was länger hält. Du isst Menschenfleisch, ohne dass es notwendig ist. Das sagt viel über dich aus. Absolut. Absolut. Okay. Der hat sogar noch Wasser dabei gehabt. Na? Jetzt haben wir's. Was aber jede Menge Fleisch. Das ist aber jede Menge Fleisch. Das haben wir, hatten wir nicht auch. Was
hauen wir da mal rein. Das hier ebenfalls sehr schön. Dann können wir die beiden raufhauen. Und dann wird das schon. Hallo McFly. Du hast nichts verpasst. Du hast nicht den passenden Wein. Wer weiß, was in Sullys Becher ist. Nichts Besonderes. Aber, also, wirklich, das hätte man, so wie es heute gelaufen ist, nicht besser schreiben können, oder? Also erst das mit den Wölfen, mit dem Revolver auf diesem winzigen Kiosk, wo genau die Munition drin ist, die ich brauchte. Dann das Finden vom Huhn, das Feuer machen, das gerade so überleben. Dann kommt dieser Typ, den ich erst nicht gehört habe. Tunechi hat gesagt, kämpft da nicht jemand. Den ich leider nicht ganz töten konnte, weil ich nicht getroffen habe. Der folgt mir bis hier hoch und fällt dann direkt hinter mir um und ich kann ihn essen. Das ist einfach filmreif. Wodka Zero. So, warte mal, das ist ein beschädigtes Ding. Das können wir im Grunde raushauen hier. Haben wir dafür ein bisschen Platz? Wir haben einen Schleifstein. Können wir das damit verwenden? Tatsächlich. Immer noch abgenutzt. Ah, das geht jetzt nicht mehr, okay. Aber jetzt haben wir wenigstens ein bisschen was da. Getrocknet, getrocknet. Sehr schön. Ja, wahrscheinlich, Andreas. Oh ja, mir ist sehr zu warm. Das stimmt wohl. Haben wir noch einen gebacken? Machen wir so. Ist das mal eben? Wir riskieren es mal. So, komm. Das hauen wir hier hin für den nächsten. Und jetzt ziehen wir weiter. Was für eine Tour, ey. Er hatte Multivitamintabletten dabei. Wie ist das richtig jetzt? Wirklich? Zeig mal her. Tatsächlich. Guter Hinweis. Waffenpflegeset auch nicht verkehrt. Das Messer hätte ich ebenfalls gern. Demoliert. Hier haben wir nochmal eine Flasche. Das lassen wir so. Leider auch keine Batterien dabei. Ach nee, warte mal. Können wir wieder einen Schalldämpfer herstellen? Ah, das Klebeband. Schauen wir mal, ob das auf irgendeine dieser Waffen geht.
vermute mal, auf den Stinks wird es nicht gehen. Der Revolver wahrscheinlich auch nicht. Nee. Können wir das dennoch mitnehmen? Okay. Als wäre nichts gewesen, verließ ich diesen Ort wieder. Ein voller Magen und kein schlechtes Gewissen. Ach, wie gut. Das heiße Fleisch heizt, ja, aber so schlimm ist es gerade nicht, ne? Es ist einfach nur, es wärmt mich quasi. Knochensuppe, geht das hier? Heute so ein langer Livestream. Wie spät haben wir es denn überhaupt? 11:15, ja. Meine Frau hat heute Nachtschicht, Leute. Leute, meine Frau hat heute Nachtschicht. Die Hunde schlafen. Können wir ruhig mal ein Stündchen länger machen, oder? Ihr müsst morgen wahrscheinlich raus. Mannesfleisch. Cybot, guten Abend, ihr lieben Menschen im Chat. Hallo. Jagdgewehr und ich glaube auf die 1911. Verrat ihm doch nicht, wie spät es ist. Ist echt ein bisschen vergessen. Ach toll, wie wir das alles noch umgedreht haben. Ich war kurz vorm Sterben, Leute. Ihr habt schon aufgegeben. Ihr habt nicht an mich geglaubt, zumindest einige nicht. Wie gesagt, die Wölfe sind da, du wirst jetzt sterben. Aber ganz gut geht's ihm immer noch nicht. Obwohl wir ganz gut gegessen haben. Ich hätte auch eigentlich lieber die andere Munition. Buckshot und Buckshot abgenutzt und demoliert. Macht er auch nur eine rein? Das verstehe ich nicht ganz. Okay. Ich bin immer noch krankgeschrieben, von daher kann ich dir lange zuschauen. Ey, dann weiterhin gute Besserung. Bin sogar gerade am Essen. Bei mir gibt es Senfeier und Kartoffeln. Gutes Essen. Gutes Essen. Ich habe ja nicht geglaubt, nachdem du sie alle gekillt hast. Ja gut, lass ich gelten, lass ich gelten. Irren ist menschlich, vergeben ist göttlich. Können wir die ganze Nacht so weitermachen? Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass ich gleich einfach erschossen werde. Weil mein Karma-Konto ist jetzt bei minus 70.000. Aber schön. So mag ich Spiele, Leute. So mag ich Spiele. Spiele, die die eigene Geschichte schreiben. So gefällt mir das. Das ist wirklich ein perfektes Livestream-Spiel. Bin auch selbstständig und wähle meine Arbeitszeit selbst. Sehr gut. Ja, Gordon, dass du auf der Seite der Wölfe bist, das weiß ich natürlich. Aber verstehe ich natürlich auch, ne? Hier ist ein DayZ-Anfänger und dann kommt plötzlich so ein Wolfsrudel mitten in so einer großen Stadt. Und ich kann selbst noch nicht fassen, wie viel Glück ich da eigentlich hatte. Jetzt machen wir schön entspannt. Kann ihm heimlich das Menschenkotelett füttern? Wie denn heimlich? Kriegt er das dann nicht mit? Jetzt haben wir erstmal ein bisschen was zu essen. Das beruhigt mich schon mal. Wir haben Vitamintabletten. Es regnet nicht. Mit der Waffenauswahl bin ich noch nicht ganz zufrieden. Aber da kommen wir auch noch hin. Noch etwas übel. Die Giftgas-Events? Ja, ich glaube schon. Ja.
Walheimser, du bist ja auch noch da. .357 ist das nicht für den Revolver? Ich glaube schon, ne? Drei Schuss. Reicht, haben wir vorhin gelernt. Jetzt schön langsam. Ich muss nämlich ein bisschen Gesundheit regenerieren. Ich denke sogar fast, wir können noch was essen. Hier gebacken, bevor das abläuft. Essen wir lieber noch ein bisschen was. Oh, Stefan, ey. Die Hose hier. Abgenutzt. Abgenutzt. 24, 20, ja. Hallo? Desinfektionsspray. Zeig mal her, das ist desinfiziert. Waffenpflegeset. Wie sieht's denn hiermit aus? Abgenutzt. Hallo Marco, wie kommst du zurecht in dem Game? Marco, immer besser. Immer besser. Spielst du auf der Livonia-Map? Nee. Das ist... Wie heißt es? Es heißt... Tschernojobatei. Ach, das ist eine Schule hier, ne? Der Nachbar reicht noch. Oh, wir wissen alle, wie es hier gerade riecht. Wir wissen alle, wie es hier gerade riecht. Und wir wissen alle, wie sich die Oberfläche von dem Ding her anfühlt. Jeder Einzelne im Chat. Wir wissen alle, wie leicht diese Dinge auseinanderklappen, wenn man dagegen läuft. Tschernarus, dankeschön, Marco. Ja, dass ich noch nicht krank bin durch das Menschenfleisch. Mal schauen, vielleicht kommt das ja noch. Hat er wirklich Mensch gegessen? Hm. Ein neuer YouTube-Short wird es dir morgen verraten. Haben wir noch eine? Wir haben den Schalldämpfer und wir haben diese Flasche noch da. Die ist beschädigt. Die ist ebenfalls beschädigt. Da ist allerdings jetzt gerade Wasser drin. Doch, das passt. Ja, so ein Brunnen wäre nicht verkehrt. Dann könnten wir das ein bisschen auffüllen und selbst was trinken. Hier sollte ja irgendwo was sein, oder? Bestimmt da vorne. Im Kasten habe ich immer Verstecken gespielt. Krass. Der Genießer schweigt, genau. Sehr gut. Bock springen, Reck, das waren noch Zeiten. Heute würde ich die Sportmus nicht hinbekommen und umfallen wie ein Sack Reis. Ja. Aber Sportunterricht war schon irgendwie immer schön.
Also je nachdem, was man gemacht hat, ne? Wenn man Pech hatte, hat man halt Volleyball gespielt. Wenn man Glück hatte, war Vertretungslehrer oder der Lehrer musste irgendwas machen, hat gesagt, hier, geht raus Fußball spielen. Yes! Komm mal her. Irgendwo ein Brunnen, hier ist eine Schule. Wasserratte? Ja, war ich nie. Ja, vielleicht werde ich nicht krank, kann schon sein. Vielleicht war der auch einfach sehr, sehr gesund. Und dann passiert das nicht. Mache ich ihn jetzt? Warte mal kurz. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Das Ding muss ich irgendwie verstauen. Das kriegen wir aber hin. Das kriegen wir aber hin. Wir können bestimmt noch ein bisschen was essen. Weil hier halt auch so viel Gebackenes dabei ist, ne? Hol die mal kurz raus. Mach das mal eben so. Ist das eine Prozentchance? Ist das echt so, ja? Warte mal, ist die Machete? Yes, fantastisch. Das heißt, das Ding können wir da reinhauen. Habe ich denn die passende Munition für das Ding? Ein bisschen was haben wir. Ah, schönes Gewehr. Und da können wir doch bestimmt das Ding hier raufhauen, oder? Jetzt müssen wir nur noch einen Brunnen finden und dann bin ich eigentlich sehr zufrieden. Cybot, dir ebenfalls. Schlaf gut. Damals war es noch von den Kids selbst gewünscht, immer gern Mädels gegen Jungs zu spielen. Wirklich? Bei uns nicht. Wir haben uns immer gefreut, wenn die diese Wand durchgezogen haben durch die Turnhalle und dann haben wir Fußball auf der einen Seite gespielt. Und die Mädchen halt Volleyball oder weiß ich nicht was. Ja genau, er war Veganer. Er hat so gesund gelebt. Wobei ich nicht mal behaupten würde, dass Veganleben besonders gesund ist. Aber das hat keine Auswirkungen auf mich. Aber ich meine, er ist ja an irgendwas verstorben, direkt vor Ort. Ne? Er ist ja einfach umgefallen. Aber er wird ja auch nicht sehen können, dass ich ihn gegessen habe, oder? Das ist ja... Das kriegt man ja nicht angezeigt. Da steht ja dann einfach nur, du bist tot. Der weiß weder, wie ich heiße. Ich weiß auch nicht, wie er heißt. Sonst hätte ich ihm das natürlich gern zugespielt. Aber das ist natürlich schwer mit dem Schalldämpfer zielen. Wechseln mal eben. Außer wirst du durch Zufall, wo du gerade bist. Es geht alles nur mit Mods, um zu sehen, wer hier heißt und wer ihn getötet hat, aber nicht in der Vanilla-Version. Ah, okay. Der wusste, dass du was zu essen gebraucht hast, da hat er dich sein Leben gelassen. Ja,
Das, also wirklich, ich dachte im ersten Moment wirklich, dass der einfach so ein bisschen, wisst ihr, wie so ein Hund, der sich so auf seinen Rücken legt, so, er hat sich so ergeben, aber dann dachte ich so, nee, warte mal, der ist umgefallen. Und dann war es einfach eine Kurzschlussreaktion, Leute, dann musste ich probieren, was das Spiel so kann. Das ist ja auch Recherche hier für mich, ne? Ich muss ja auch lernen. Das kann man mir jetzt natürlich zum Vorwurf machen. So, das sieht doch schon besser aus. Theorie mit einem Stream-Sniper ist schon die wahrscheinlichste. Ach, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Dieses Du bist tot fand ich schon immer fraglich. Wer ist das, der das einfach mal so behaupten kann? Tja. Für jeden jemand anderes. Hier ist doch hundertprozentig irgendwo ein Brunnen. 100%ig. Was haben wir da noch, einen Ranzen? Vielleicht ist da ein bisschen was drin. Was Ranziges vielleicht? Angst, dass ich den übersehe, ne? Genau, Kataklyst. Hier, du hast was Gutes getan. Dein Tod hat mir geholfen. Halbschuhe, Halbmütze, Halbstuhl. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt eine schöne Ecke, wo wir uns ein bisschen verschanzen. Dann geht's beim nächsten Mal weiter. Hier vielleicht? Liebe Leute, es war mir ein absolutes Fest. Das hat so richtig Laune gemacht heute. Das hätte man nicht besser schreiben können, was da aufeinander gefolgt ist und wie das alles zustande gekommen ist. Ein fantastisches Spiel, woran ich immer mehr Spaß habe. Davon wird es auf jeden Fall noch weiterhin Sachen geben, auch viele Livestreams wahrscheinlich diese oder nächste Woche. Wir werden mal schauen, weil kein Spiel schreibt Geschichten so gut wie dieses hier, finde ich. Hat richtig Bock gemacht. Dank euch lerne ich immer mehr dazu. Ich hoffe, ich kann mir das alles merken. Und dann schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich wünsche euch eine wundervolle Nacht. Schlaft gut, kommt gut in den, was haben wir morgen? Donnerstag. Und dann sehen wir uns morgen Abend mit diesem Early Access Spiel, was ich selbst noch nicht kenne, wenn ihr Bock habt. Ansonsten bis dahin, gute Nacht. Adios. Ciao.